Hallo werte Freunde schlecht abgewandelter Pro-Spielernamen, es ist mal wieder soweit, eine weitere Runde Teamfight Manager steht auf dem Programm. Wir haben uns letztes Mal mal wieder in der Pro League Division 2 ein bisschen rumgeprügelt, diesmal stehen wir etwas besser da als in der Vorsaison, haben uns hier in die Top 4 reinkämpfen können, aber unsere Verfolger sind uns hier nah auf den Fersen. Wir haben hier eigentlich drei Teams, die hier an der Spitze mitspielen. Wobei bei den Squeakers bin ich immer noch überrascht, dass sie da reingerutscht sind. Aber wenn wir hier mal reingucken, Conflix Gaming und Team Waterfox einfach von den Stats allen anderen Teams deutlich überlegen. Leider auch uns. Das heißt, in den Playoffs werden wir schwer haben, wenn wir uns da versuchen, den Aufstieg in die nächste Liga zu sichern. Aber das ist nicht so schlimm. Das ganze Jahr haben wir ja auch so ein bisschen als Aufbaujahr gesehen. Ziel war es ja auch einfach mal ein bisschen Kohle zu scheffeln. Ein paar wichtige Upgrades zu holen. Dann müssen wir einfach mal gucken, wo wir am Ende der Saison stehen und wie viel wir ausgeben können und gleichzeitig noch unsere Spieler bezahlen. Meine Hoffnung ist ja so ein bisschen, dass wenn wir hier reinschauen, dass wir uns einmal die nächste Stufe unserer Hütte leisten können und dann die Super Rookies rekrutieren. Das Ganze kostet aber schon 12.000 und wenn wir jetzt nicht in die Playoffs kommen, stehen wir am Ende irgendwie mit 13.500 oder so ungefähr nur da. Plus wir müssen noch unsere Spieler bezahlen, das heißt, das Ganze wird ein bisschen knapp, aber mal schauen, vielleicht steigen wir auf, dann reden wir wahrscheinlich auch schon wieder von ganz anderen Preisgeldern pro Spiel und dann läuft das vielleicht ein bisschen flüssiger. Wir schauen noch mal kurz rein, wir hatten ja schon wieder eine halbe Saison rum, das heißt, es gibt einen neuen Patch, um uns das noch mal in Erinnerung zu rufen, wir haben einen neuen Charakter, den Barrier Mage, viele Buffs diesmal, mal wieder für den Sniper, der Monk ein bisschen gebufft, Berserker und Ghost gebufft, finde ich sehr interessant. Haben wir beides ja jetzt auch zuletzt ganz gerne gespielt oder auch mal gebannt. Und dann haben wir hier noch die Nerfs auf den Ice Mage oder den neuen Plague Doctor, bei dem ich immer noch nicht so ganz sicher bin. Finde ich ihn super gut oder eher mäßig. Hat ganz coole Combo-Potenziale, sage ich mal, aber manchmal auch ein bisschen schwierig einzusetzen. Aber wenn wir hier mal auf die Champion-Statistiken gucken, das ist jetzt von der ersten Saisonhälfte, das heißt der Nerf hier noch nicht mit einbegriffen. Ein sehr erfolgreicher Champ, genauso wie der Eismagier. Genau, so viel erstmal dazu. Ansonsten müssen wir eigentlich irgendwas vorbereiten. Ich glaube nicht, wir sind wahrscheinlich wieder irgendwas am Craften hier, genau. Das läuft da wieder munter fröhlich durch. Unser Team trainiert so gut es geht, außer hier. Unsere älteren Herren, bei denen passiert nicht mehr ganz so viel. Ja, und ich glaube, wir hatten schon so weit vorgespult. Ah ne, jetzt sind wir noch in der Rekrutierungsperiode. Ja, da bin ich immer noch nicht ganz überzeugt. Suchen wir doch nochmal einen Spieler. Na, es lohnt halt nicht. Weil diese Rising Star Spieler sind auch eher eine langfristige Investition. Man sieht hier von den Base-Stats, die sie haben, sind die jetzt auch nicht so überragend, haben halt ein sehr gutes Entwicklungspotenzial. Aber wenn wir sowieso auf die Super-Rookies gehen wollen, sollten wir uns das Geld sparen und versuchen, da schnellstmöglich hinzukommen. Also, mich würde es nicht wundern, wenn wir noch eine weitere Saison in der Pro League Division 2 bleiben. Aber wenn wir dann auf die Super-Rookies kommen und dann schön Kader uns irgendwie zusammen rekrutieren können, dann bin ich damit auch zufrieden. Dann haben wir eine gute Basis, mit der wir weiterarbeiten können. So, aber jetzt erstmal genug geschnackt. Ich würde sagen, wir schwingen uns direkt mal hier am Kalender weiter. Da wäre es auch nicht schlecht, wenn man einfach mehrere Tage überspringen kann, wenn man sowieso keinen rekrutieren will. Zack, zack, zack. Ich glaube, zuerst dürfen wir wieder gegen Waterfox ran. So sieht's aus. So. Wir spielen wieder mit unserem kompletten Kader aus 5 Leuten. Nehmen wir alle wieder mit. Hat ja so halbwegs gut funktioniert. Und dann stürzen wir uns mal ins Stadion. So, wir haben gesehen bei den Buffs, Ghost wurde gebufft. Das heißt, wenn wir auf der roten Seite starten, so wie wir das jetzt tun, bin ich doch relativ überzeugt davon, dass wir Ghost wahrscheinlich rausbannen sollten. Weil Ghost konnte so schon zu einem Problem werden, hat jetzt noch mehr Attack Damage bekommen. Das ist natürlich dann schon ein kleines Problemchen.
Olaf Maestro hat hier ein mega Formtief. Mal raus, haben wir Upside wieder drinne. Jetzt habe ich wieder komplett verpeilt, irgendwie ein bisschen zu scouten, um mal zu gucken, was die eigentlich gerne spielen. Berserker gebannt, wurde ja auch gebufft. Ja, hilft nichts, wir hauen Ghost raus. Lake Doctor auch gebannt, interessant. Barrier Mage, habe ich das Gefühl, ist ganz nett. Ich finde es ganz gut, also es ist kein Support, der heilt, aber es ist noch mehr ein klassischer Support. Wir haben zwar Priestess, wir haben Shrine Maiden und er ist ja offiziell auch ein Support, spielt sich aber nicht ganz so. Aber man hat ja oft das Heiler-Problem, Priestess, Shrine Maiden, dass wenn einer gebannt ist, einer gepickt wird, hat man keinen richtigen Support-Support in dem Sinne. Also von daher mit den Schilden könnte das so ein bisschen abfangen. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. So, Frage ist jetzt, was bannen wir? Wir können wieder den Vampir raushauen, damit der uns nicht auf den Keks geht. Wir könnten den Ninja raushauen. Oder zwei sehr starke Ninja-Spieler, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Machen wir es erstmal so und gucken, was er pickt. Archer First Pick, das habe ich glaube ich noch nie gesehen von der KI. Ja gut. Dann. Das Schöne ist schon mal, ich würde mir auf jeden Fall die Priestess holen. Wir gehen wieder in so eine klassische Richtung. Denk Heiler, zwei Damage-Dealer, würde ich sagen. Frage ist jetzt bloß, wollen wir schon einen Tank nehmen? Ich würde mir eigentlich ganz gern Pyromancer schnappen, um ehrlich zu sein. Also Priestess nehmen wir auf jeden Fall, weil ist einfach überlegene Heilerin im Vergleich zur Shrine Maiden. Und hier finde ich beide ganz gut, obwohl... Ja, wir nehmen ja doch mal Shieldbearer. Shieldbearer ist momentan defense-technisch schon ein gutes Stück besser noch als Knight. Knight hätte ich halt lieber, falls er noch den Vampir nimmt, wegen der Taunt-Fähigkeit, aber mit Shieldbearer macht man, glaube ich, auch nichts verkehrt. Von ihm der Ice Mage gepickt, obwohl er genervt wurde. Interessant. Wobei die Hauptnerfs waren, glaube ich, auch in Richtung Attack Speed oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Also trifft ihn jetzt auch nicht wirklich hart. Jetzt ein Pyromancer oder ein Schnibber. Dann wir nehmen Pyro. Vampir, haben wir fast erwartet. Und Shrine Maiden bei ihm. Okay, interessant. Das heißt keine Frontline so wirklich. Wenn ich nicht so wirklich sage, meine ich absolut gar keine Frontline. Interessant. Und dann würde ich sagen, nehmen wir doch den Sniper. Dann haben wir höheren Single-Target-Damage als sein Archer. Und ich glaube, Pyromancer macht eigentlich auch mehr AOE-Damage als der Ice Mage. Das heißt, vom Schadenspotenzial müssten wir den weghauen können. Plus sein Heiler ist schlechter als meiner. Dann spielen wir hier erstmal ganz klassisch zum Einstieg. So, zack, zack, zack. Alle gut aufgestellt. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit unserem Team. Aber mal gucken, so ein Vampir, wissen wir ja, der kann da immer ganz schön viel Unruhe reinbringen. Und plötzlich ist das Chaos wieder groß. Wie zum Beispiel jetzt, wenn der Tank einfach umdreht. So, aber jetzt haben wir einen Kill. Der Vampir gestorben ist. Jetzt ist auch sein Sarg einmal gestorben. Relativ ausgeglichen, aber jetzt ist der Tank wieder, wo er hin muss. Schön in der Frontline. Und wieder den Sarg fokussen. Das ist halt jetzt sein Problem, wenn wir ihn hier so ein bisschen in die Ecke treiben. Oha, krasse Ults, die hier getauscht worden sind. Ja, wieder eine sehr schlechte Ult leider von Pyromancer, aber das sind wir auch schon gewohnt mittlerweile, wieder sonst nichts gesetzt. So, wir stehen hier gerade ein bisschen ungünstig, aber jetzt überrennen wir ihn wieder so ein bisschen. Also wenn der Vampir drinne ist, das hatten wir erwartet, dann wird es ein bisschen unangenehm kurzzeitig. Aber sobald wir den dann wieder zurückgejagt haben, einfach weil wir auch sehr guten Schaden haben, sind wir ganz klar im Vorteil. Könnte es nochmal ein bisschen knapp werden hier, weil White Picky und Upset hatten ein sehr niedriges Leben, aber haben es geschafft, sich gegen Team Waterfox noch zu behaupten. Sehr gut. So, gute Arbeit. Olaf Maestro noch schlechter drauf als vorher, was schon kaum möglich ist, aber gut. Ich glaube, dann lassen wir ihn nochmal draußen sitzen. Ja, hat er jetzt Pech gehabt.
So, jetzt wir auf der blauen Seite. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass wir uns einen Ghost schnappen können. Dann würde ich Plague Doctor selber wegbannen. Aeromancer durch ihn weggebannt. Jetzt könnten wir überlegen, die Priestess noch zu bannen. Weil die halt Ghost ganz gut countert. Und wenn er dann sagt, nö, ich banne jetzt Ghost, dann nehme ich die Shrine Maiden und sage, haha, ich habe den einzigen Heiler, der noch übrig ist. Einzigen vernünftigen Heiler. Er bannt die Shrine Maiden, auch interessant. Dann nehmen wir Ghost. Er dann den Berserker, auch ein sehr starker Pick. Und Boomerang Hunter. Okay. Ich glaube, dann hätte ich ganz gern den Ice Mage an dieser Stelle. Um den Berserker so ein bisschen Einhalt gebieten zu können. Vielleicht nicht verkehrt. Schauen wir mal, wie er darauf reagiert. Mit einem Vampire. Okay. Das nervt ein bisschen in der Backline. Ist in Ordnung. Dann nehmen wir einen Shieldbearer, um Ghost zu unterstützen, dass er ein bisschen Schaden wegtankt. Machen wir jetzt noch dazu. Vielleicht ein Ninja. Das könnte sogar ganz gut sein. Einmal, damit er ihn nicht kriegt. Und andererseits, wenn er in die Backline springt und auf den, also mit Ghost zusammen auf den Sarg da einkloppt, kann man den Vampir vielleicht mit aus dem Spiel nehmen. Gefahr ist natürlich, Ninja hat auch recht viel Schaden, dass er dem Ghost in der Backline die Kills wegnimmt und er seine Stacks nicht kriegt. Ich glaube, das Risiko gehen wir mal ein. Wir nehmen mal Ninja. Und Swordsman noch bei ihm. Also sehr viel Damage ins Gesicht. So, wir Ninja-Spieler haben wir tatsächlich. Upset kann den ein bisschen. Also sind wir doch halbwegs gut aufgestellt. Mal gucken, ob die Idee mit den Double Assassins funktioniert. Der Ice Mage war noch vielleicht ein bisschen Quatsch. Müssen wir mal schauen. So, erster Stack für den Ghost. Das ist schon mal stark. Ah, jetzt wollte Ghost gerade auf den Sarg losknabbern und wurde dann leider weggeschnibbelt. Vom Swordsman mit seinen 3 Milliarden Schaden. So, bisher Ghost eher am Fieden. Ah, leider den Fokus abgelassen vom Sarg. Ah, ne, der hat ihn gegessen, glaube ich, oder? Aber schöne Ice Mage Ulti. Solide. Leider feedet Ghost hier gerade ziemlich rein. Das ist nicht so gut für uns. Er hat schon ein paar Stacks bekommen. Das ist das Schöne daran. Jetzt, ja, schnappt ihr den Sarg. Sehr gut. Okay. Also jetzt ist Ghost langsam im Game. Jetzt muss er loslegen. Kann sich nicht entscheiden, wen er angreifen will hier. Schon wieder den Sarg einfach weggegessen. Sehr gut. Vielleicht kann er noch aufholen. Jetzt rein da. Rein, rein, rein. Macht einen Schaden. 18, 18. Jetzt darf hier Waipiki in der Backline nicht sterben. Tripo nochmal gestorben. Ah, ärgerlich. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. So, wir schauen mal. Wer ist schuld? Also Ice Mage fand ich halt eigentlich ganz gut funktioniert. Schaden war okay. Ninja, auch ganz okayer Schaden, aber auch viel gestorben tatsächlich. Einfach weil er auch sehr viel Schaden hat. Genauso Ghost. Kam zum Ende hin ins Spiel. Sah eigentlich ganz gut aus. Ich dachte, das packen wir sogar noch. Weil der ordentlich reingehauen hat, aber er hat halt auch ziemlich viel Schaden. Man sieht hier über 1000, über 1000, über 1000. Er hat einfach deutlich mehr Schaden uns reingedrückt. Was war gut, so ein bisschen, ja doch so ein bisschen konnten wir es ja abfangen, weil wir einen Tank drin stehen haben. Andererseits ein Vampir geht halt dann zurück und heilt sich einfach munter fröhlich hoch. Na, schade. Ich glaube, die Idee war nicht schlecht. Hat einfach wieder ein Fünkchen Glück gefehlt. Ja, komm. Macht weniger Fehler. Ja, das ist die richtige Einstellung. Siehste, Olaf Maestro. Auch mal wieder ein kleines Fünkchen Hoffnung. Bleibst aber trotzdem auf der Bank sitzen. Was sehe ich ja gar nicht gern hier so komplett nach unten der Pfeil. Ja, schauen wir mal. Dann werde ich auf jeden Fall Ghost wieder bannen jetzt auf der roten Seite. Er bannt Shieldbearer, okay. Und Pyromancer. So. Ich ist dann die Frage, Plague Doctor oder Berserker weg. Berserker wurde gebufft. Plague Doctor ein bisschen genervt.
Aber ihn finde ich ist, also ist eigentlich der stärkere Pick. Oder wir lassen beide offen und hoffen, dass sie uns in die Hände fallen. Wäre auch eine Option, dass wir Berserker Plague Doctor spielen. Aber die Chance, dass er Berserker First Pick, ist, glaube ich, schon ziemlich hoch. Hätten wir die Option, Plague Doctor Priestess zu nehmen. Könnte ich auch mitleben, ist schon mal eigentlich ein guter Ansatz. Andere Option, der First Pick Plague Doctor, dann nehmen wir Berserker. Wahrscheinlich auch Priestess, dann hat er zumindest die stärkste Kombi nicht. Würde ich sagen, bannen wir einfach den Vampir und gucken mal, was er macht. Dann hat er die Qual der Wahl. Plague Doctor bei ihm, wir schnappen uns einen Berserker, ich habe keine Lust, dass der den hat. Priestess. Dann hat er schon mal die besten Kombi-Möglichkeiten mit dem Plague Doctor nicht in die Hand bekommen. Und jetzt können wir schauen, wie wir noch darum aufbauen. Ich glaube, Knight wäre an dieser Stelle nicht verkehrt. Ja, nehmen wir Knight. Boomerang Hunter bei ihm und Magic Knight, okay. Heißt drei Frontliner tatsächlich. Da ist der Ice Mage gar nicht schlecht gegen. Sniper, auch eine Überlegung. Sniper, der Vorteil, kann hier ziemlich ungestört reinfeuern. Wird keiner in die Backline reingehen, solange Knight und Berserker vorne sind. Ice Mage hätte das Potenzial, wenn der Plague Doctor ultet, dass er vielleicht selber ultet. Das wäre königlich, um die halt so ein bisschen zu bremsen. Aber wenn der Plague Doctor ultet, das Ace, müssen wir wahrscheinlich hinnehmen. Da können wir nichts gegen machen. Da werden wir einmal komplett gewiped, so oder so. Hier so ein bisschen im Sniper tatsächlich, einfach wegen Schadenspotenzial. Ja, komm. So, mir doch jemanden, der einen Berserker kackt. Spielst du mal jetzt Sniper? Und du hast mehr Defense, also kriegst du den Knight YPG. Gut. In der Theorie finde ich eigentlich wieder unser Team ganz gut aufgestellt gegen das Team von Team Waterfox. Aber man darf halt nicht vergessen, was für extrem hohe Stats die hier teilweise haben. Also damit können die, glaube ich, viel ausgleichen, was wir mit Picks und Bans versuchen rauszuholen. Uff, Tank ist sehr schnell gestorben. Uff, uff, uff. Jetzt konnten wir so ein bisschen wieder aufholen. Plague Doctor wurde gerade schön weggetauntet. Jetzt stehen wir auch mal in einer halbwegs guten Position. Tank vorne, Heiler hinten. Wie das gehört. Jetzt kriegen wir aber richtig einmal eine Klatsche. Oh, schöne Heilung. Oh, sehr gute Heilung. Das hat uns gerade richtig den Hintern gerettet, glaube ich. Sonst wäre wahrscheinlich GG gewesen, aber der Heilkreis. Ah, jetzt fressen wir eine böse Ult. Schade. Dann sieht es doch wieder schlecht aus. Aber der Heilkreis war eigentlich gut. Ich dachte, das ist es jetzt. Das könnte den Sieg bedeuten. Ah, wir kämpfen uns wieder ganz gut ran hier. Aber jetzt war leider wieder der Tank tot. Ein sehr killlastiges. Komm, ein Kill noch. Auf Vitamin um. Und jetzt nicht sterben. Tripo, halt dich am Leben. Overtime. Jawohl, wir haben es noch geschafft. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wer den letzten Kill gekriegt hat oder wer da genau gestorben ist. Aber wir haben den Sieg gegen Team Waterfox eingeholt. In einem spannenden 19 zu 20 Overtime-Spiel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Krass. Und hier nochmal sieht, wie viel Schaden hier getankt worden ist, auch vom Berserker. Natürlich spielt hier auch viel mit rein, dass wir extrem gegengeheilt haben. Dadurch konnten sie einfach mehr tanken. Das ist schon massiv, aber man sieht halt auch, also Schaden vom Gegnerteam. Krass. Wann macht denn Magic Knight so viel Schaden? 1700 fast. Das ist ja lächerlich, was wir da gegen im Vergleich gemacht haben. Auch Boomerang Hunter, dass der Swordsman sogar mit am wenigsten Schaden hat in dieser Comp. Hauer, hauer. So, für uns aber gut. Schaut euch das an. Conflix Gaming hat verloren. Wir haben Team Waterfox besiegt.
nicht schlecht. Dadurch konnten wir uns einmal hier an die Spitze kämpfen. Aber gut, ich freue mich nicht so früh. Wir hatten genau die gleiche Situation in der letzten Saison. Wir haben uns richtig gut nach vorne gekämpft und sind dann zum Ende hin komplett abgestürzt. Also machen wir uns nichts vor. Das Ding ist noch lange nicht gegessen. So, jetzt spielen wir gegen 100 Cops, die gerade hier den vorherigen ersten besiegt haben. Oha, auch in sehr spannenden Spielen hier. Schauen wir uns doch mal an, wie haben sie das geschafft? Also hier so eine wilde Comp, im Prinzip so ein bisschen das, gegen was wir gerade spielen mussten. Mit Plague Doctor, Magic Knight, Swordsman. Vampir noch in der Mischung drin, keine Tanks, beide rausgebannt. Und hier so ein bisschen, ja, so die Reste irgendwie genommen. Der hat gefühlt keine starken Picks, kommen im Gegenzug. Zweites Spiel dann verloren. In dem Conflix Gaming fast die gleiche Comp von den Cops einfach geklaut hat. Einziger Unterschied, Pyromancer gegen Swordsman hier ausgetauscht. Interessant, interessant. So, und dann hier auch wieder Vampir mit drin. Ja, hier so ein bisschen mehr verteilt. Magic Knight hier aber sehr beliebt gerade. Auch so ein bisschen aus dem Nichts. Ist vielleicht ein Bann, den man gegen die Cops bringen muss. Die spielen hier ziemlich häufig und eigentlich auch immer mit Erfolg. Aber wenn man sich das so insgesamt anguckt... Oh, steht der Magic Knight doch ganz schön weit oben. Okay, ist vielleicht ein Bann oder ein Pick tatsächlich wert? Könnte doch irgendwo noch die Champ-Infos angucken. Da. Attack 35, 130, 30 Defense. Vergleichen wir jetzt mal mit so einem Swordsman. Ui, der hat nur 14 Attack. Ja gut, der wurde ein bisschen genervt und so, aber... Ist ja ein meilenweiter Unterschied. 35 Attack. Das ist ja krass. Kommt ja hier nichts annähernd ran. Sniper kommt da ran. Und dann hält es noch halbwegs was aus mit 30 Defense, 130 HP. Mal 0 Defense auf dem Sniper. Das sind ja wilde Werte. Wurde der auch irgendwie gebufft? Habe ich irgendwas verpasst? Nee. Ah. Das kam mir nie so stark vor, aber von den Werten her ist das ja absolut krank. Warte mal, dann machen wir hier doch auch mal wieder so einen guten Test. Magic Knight. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dann mit einem Plague Doctor tatsächlich. Als Schadensdealer in der Frontline. Priestess gehört dann da rein. Wir hatten das jetzt gesehen in Kombination mit einem Vampir. Oder Pyromancer. Können wir sagen. Pyromancer. Dann spielen wir gegen. Und nehmen wir mal eine klassische Comp, wie wir sie sonst gerne spielen. Fieldbearer, Sniper, Ice Mage, dann noch ein Heiler rein. Testen das Ganze mal. Sehr ausgeglichen. Wieder sehr viel Schaden hier bei den beiden. Ja, okay. Magic Knight. Müssen wir mal ein Auge drauf haben. Ist mir vorher nie so aufgefallen irgendwie. Also, dass die KI den gerne mal genommen hat, das hat man ja öfter mal gesehen. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass Magic Knight so ein Problem für uns ist. Wir starten auf der blauen Seite. Das heißt, ich würde eh gucken, ob wir irgendwie Richtung Ghost was machen können. Dann wieder bei der Startaufstellung hier. Was bannen wir dann? Zu Vampir Plague Doctor. Weil auch mit dem Hin- und Her-Gefliege und dass wir zwei Assassins hatten, die eigentlich seinen Sarg gut angreifen konnten, hat der doch ziemlich genervt. Also hauen wir mal Vampir einfach weg. Komm.
Plague Doctor selbst von ihm gebannt. Und wir überlegen, Priestess zu bannen, weil die ist gegen Ghost auch recht stark. Kriegt er halt seine Stacks nicht, wenn man sich gegenheilt. Hauen wir sie auch nochmal raus. Swordsman von ihm gebannt. So, wir probieren das nochmal. Schade. Shieldbearer hätte ich natürlich auch gerne selber genommen. Können wir überlegen, wieder Ninja mit reinzupacken. Find's gar nicht so schlecht, wenn er den Knight nicht selber nimmt, was unwahrscheinlich ist, wenn er einen Shieldbearer spielt. Oder versuchen wir uns am Magic. Nee, der Schaden sieht da gar nicht so krass aus. Mich gerade verlesen, da stand auch irgendwas mit 30. Greift vielleicht nicht so oft an. Ich möchte nochmal die Ninja-Variante probieren. Das war ja recht knapp. Gucken wir mal. So, das heißt, die könnt in der Backline rumspielen. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch einen Knight. Hier irgendwas wegtaunten. Und ein Ice Mage. Also eigentlich im Prinzip das gleiche Team von eben. Mal gucken, ob das in einer anderen Kombination ohne Vampir im Gegnerteam funktioniert. Jetzt natürlich eigentlich sehr schlecht für uns sein Team tatsächlich. Drei Frontliner. Also je mehr Nahkämpfer man hat, desto mehr kontert man so ein bisschen die Assassin-Aufstellung. Ja, gut, müssen wir mal schauen. Gefühlt würde ich sagen, sein Team unseres gegenüber im Vorteil. Wir hoffen einfach mal auf den Ghost-Faktor. Zwei Stacks hat er, glaube ich, schon. Jetzt vielleicht, na, schade. Hätte auch noch mal essen können, den Berserker. Ja, komm, gönn dir den lecker Berserker-Snack. Fängt der Schaden an, so ein bisschen zu eskalieren. Er ist schon bei 6 Stacks relativ früh. Schöne Ult leider von Pyromance. Jetzt müsste unser hier auch mal langsam zünden. Ice Mage. Mach mal. Ja, toll. Dann mach halt nicht. Zünde sie aber nicht hier hinten wieder in der Ecke. Ich kenne dich, Kollege. Ja. Toll. Danke, Ice Mage. Werde es eben das ganze Team hochnehmen können. So. Oh, Berserk hatte auch noch seine Ult. Oder hat er die schon wieder? Nee, eigentlich haben die nur einmal pro Match. Das ist bitter für uns. Weil eigentlich ist Ghost jetzt im Spiel drin, aber es ist wieder zu spät. Zu wenig, zu spät. Oh, vielleicht. Oh, wir haben noch einen Kill. Wir haben noch einen Kill. Ja, ich werde verrückt. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ghost ist doch gerade noch so rechtzeitig eskaliert. Wir haben es geschafft, mit einem Kill Vorsprung zu gewinnen. Einen guten Schaden ausgeteilt. Ninja, ganz okay. Waipeke, ganz okay. Bei mir wieder Pyromancer und Magic Knight. Ähnlichen Schaden ausgeteilt tatsächlich. Das ist natürlich krass. Aber hey, nicht schlecht. Sieg ist ein Sieg. Nehmen wir so. So. Fängt euch an. Moser, Moser, Moser. Alle wieder Mosern hier. Ich hatte gerade überlegt, ob ich Olaf Maestro mal wieder einwechsel. Aber dann muss der ja schon wieder Mosern. Ah, wobei. Komm, wir gönnen ihm jetzt mal eine Runde hier gegen Upset, tauschen wir ihn mal aus. Soll er mal zeigen, was er kann. Soll er nicht immer nur mosern, ne? Muss er auch mal performen. Sniper gebannt, interessant. Berserker weg. Machen wir trotzdem Plague Doctor weg? Ja, machen wir. Shieldbearer bei ihm. Dann nehmen wir Priestess und Pyromancer. Ninja bei ihm. Dann nehmen wir Knight. Dann können wir den Ninja taunten. Er nimmt sowieso noch den Vampir. Was? Wenn man ein halbwegs normales Team hier. Okay, das heißt, wir haben Heiler-Vorteil. Uns fehlt aber aktuell noch so ein bisschen das Schadenspotenzial. Müssen wir eigentlich den Archer nehmen, glaube ich.
Da probiere ich mich jetzt mal Magic Knight. Weil noch ein Backliner mit Schaden wäre ganz nett, um halt dem Ninja so ein bisschen Einhalt zu gebieten, wenn der da rumhüpft. Ja, nehmen wir lieber Archer. Archer können unsere Leute auch wenigstens spielen. Das ist so. Archer, New Pyromancer. Und dann gucken wir mal. So, die stellen sich mal vernünftig auf zum Anfang. Der Ninja, man hat es gerade gesehen, schön in die Backline gesprungen, aber direkt weggetauntet vom Knight. Das war sehr gut für uns. Bisher sieht das hier sehr solide aus. Hat wieder eine mittelmäßige Pyromancer-Ulti, wie zu erwarten, aber Boomerang Hunter während der Ult getötet. Sehr schön für uns. Jetzt sind wir auch wieder in Position hier, können uns vernünftig aufstellen und verteidigen. Aha, hört ihr das Pling, Pling, Pling. Wunderschöne Geräusch. Und Heilpower ohne Ende. Fast 1400 HP hier weggeheilt. Sehr schön. Solides 2:0 gegen die 100 Cops. Geil. Dann können wir unseren Spitzenplatz hier behalten. Conflix Gaming und die Squeaker leider auch mal wieder gewonnen. Das heißt, bleiben uns hier weiterhin dicht auf den Fersen. Mal hier Squeaker gegen Team Solid, Conflix. Oh, hat gerade Team Waterfox weggeputzt, die noch weiter abgestürzt dadurch. Hier, ach, Equipment haben wir wieder. Ah, zeig was du hast, schöne Slot-Machine. Oha, wir haben mal was Gutes bekommen. Ja, sieh mal einer an, Glücksspiel lohnt sich ja doch. Wir haben ein Battle-Headset bekommen mit plus 12 Defense. Und zwar auf alle, nicht für irgendeinen Champ oder sonst was. Krass. Ja, das packen wir uns auch sofort mal aufs Köpfchen. Vorher hatten wir plus 3 Defense und Warrior Champion Mastery plus 1. Das heißt, wenn wir wieder einen Warrior spielen, kriegen wir plus 1 plus 1, also Defense Attack. Aber das, dickes, dickes Upgrade. Das ist hier auch eins der besten, also ein legendäres Teil tatsächlich. Haben wir hier in der Kategorie schon mit das Beste einfach mal uns geholt gerade. Sehr gut. Jetzt hier kriegen wir durchs Equipment insgesamt plus 4 Attack, plus 18 Defense. Schöne Sache. Noch so ähnlich vergleichbare. Ja, gucken wir die alte mit Maus. 6-6 bringt die. Noch 5-5 mit Attack Speed. Müssen wir in der Pro League Division 1 aber für gewinnen. Da müssen wir jetzt mal hinkommen. Champion Masteries hier. Ersten Platz in der Pro League Division 1 dreimal erzielen. Ja, gut, da sind wir noch ganz weit von entfernt. Hier nochmal ein bisschen schönes Vampir-Kostüm. Ey, nicht schlecht. Also, ich bin da ganz zufrieden. Gleich nochmal ein bisschen was reinstecken. Hauen wir jetzt den ganzen Rest, den wir haben, einfach weg. Ja, warum nicht? 5. Zack. Geben hier kein Geld aus. Wir brauchen jeden Cent später. Hauen wir alles, was wir haben, hier rein. 9, 6, 5, 5. Ja. Crafting. Zack. So, jetzt geht's ran gegen Dr. Card Gaming. Habt ihr gerade gemacht? Ihr habt gewonnen. Aha, mit Ghost Witch. Witch Doctor? Hieß der Witch Doctor? Wie hieß er jetzt? Plague Doctor, meine Güte. Dann bringe ich hier wieder diverse Spiele durcheinander. So, auch hier wieder Plague Doctor.
Achso, das ist Team Solid schon, wo ich reingucke. Okay, also gegen die müssen wir Plague Doctor selber spielen oder ihn bannen. Weil Plague Doctor Sieg, Plague Doctor Sieg. Ja, hier haben sie mit Ghost, okay, ist Ghost eskaliert, aber hier auch wieder Plague Doctor und ein Sieg. Okay. Dann ran an den Speck. Einer sich über Olaf Maestros Sniper gefreut. Ich glaube nicht, dass er den schon jemals gespielt hat, um ehrlich zu sein, aber gut. Ach, jetzt werden wir mal auf die Trades nochmal gucken können, weil die haben, glaube ich, einige. Sehen wir aber, glaube ich, auch hier im Menü, oder? Ja. Fast Runner, Vanguard. Okay, und dann die Defense-Penetration. So, wir fangen wieder auf Rot an. Rot heißt Tod für Ghost. Swordsman durch ihn. Wir hauen den Plague Doctor raus. Haben wir ja gesehen, hatten sie sehr viel Erfolg mit. Und wieder ein Archer First Pick. Wir sind eigentlich in einer charmanten Position, dass wir sagen können, die wollen uns einen Tank, die wollen uns einen guten Heiler. Ice Mage bei ihm. So. Müssen wir jetzt befürchten, dass er uns irgendwas wegnimmt oder wollen wir irgendwas wegnehmen? Ich kann mir vorstellen, dass er noch ein Vampir, Magic Knight, Berserker, sowas die Richtung nimmt. Der Pyromancer Sniper, müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Könnten wir aber selber sehr gut spielen, passt hier schön rein. Stört uns das, wenn er irgendwie sowas nimmt? Eigentlich nicht. Dann haben wir einen besseren Tank und einen besseren Heiler. Dann müssen wir jetzt einfach auf unser Team gucken und unser Team braucht eins und das ist Schaden. Also Sniper, rein mit dir. Ninja bei ihm, okay. Und Vampir. Gut, das heißt wieder hier eine wilde Mischung. Zwei Backline-Champs und zwei Assassins. Einfach komplett auf Tank, Heiler, irgendwas verzichtet. Kann auch funktionieren. Wir wissen ja auch, gerade Archer ist so ein Champ, der sehr gut zurücklaufen und kiten kann. Bis wir da erstmal dran sind, wird das am Anfang ein bisschen unangenehm, glaube ich. Auch gerade, weil die Assassins Unruhe in unsere Backline reinbringen werden. So, jetzt für mich die Überlegung, will ich überhaupt einen Pyromancer dann haben? Weil Pyromancer ist ganz gut gegen so Frontliner, wenn viele auf einem Haufen stehen. Aber der wird nicht viel auf einem Haufen stehen, glaube ich. Boomerang Hunter wäre eine Option. Oder Magic Knight, vorbei. Dann lassen wir die wahrscheinlich. Obwohl, ja, das ist deren Frontline. Unsere Nahkämpfer werden zwischen deren Backline und den Assassins hin und her rennen. Ich glaube, hier ist der Magic Knight gar nicht so schlecht. Wir probieren es einfach mal aus. Mal gucken, wie das funktioniert. So, das heißt, wie stellen wir uns auf? Ja, Sniper. Das mal so rum. Okay. Na, spannendes Team. Gucken wir mal. Kann jetzt hier in beide Richtungen gehen. So, jetzt sind wir am Sarg nämlich dran. Ja, wurden leider direkt vertrieben. Ja, gut. Also man sieht die Stärke von unserem Team gegen seins. Man sieht aber auch die Stärke von seinem Team gegen unseres. Wir haben hier gerade komplettes Chaos, wo unsere Leute stehen. Das war das, was wir ja so ein bisschen befürchtet haben. Das Gute ist jetzt gerade tatsächlich, dass der Tank hinten steht, weil die Assassins nach hinten gegangen sind, aber leider sehr schöne Ult vom Ice Mage. Meine Güte, mir wieder die Wörter sortieren. So, wir schauen mal hier ein bisschen in den Schaden rein. Ja, Magic Knight macht seinen Job. Ist jetzt auch nicht viel mehr oder weniger Schaden, als so ein Pyromancer raushauen würde. Jetzt. Ah, sieht leider schlecht für uns aus. Müssen wir schnell noch ein paar Kills machen. Kriegen wir noch einen? Der Ice Mage ist low. Oh, beide mega low. Okay. Ja, eins dieser klassischen Spiele, wo ich jetzt wieder hier sitze und sage, hätte man gewinnen können mit ein bisschen mehr Glück. Bleibt uns aber verwehrt. Immer wenn das so ein Coinflip ist, dann stehen wir leider auf der falschen Seite. Aber
Das soll uns ja nicht unterkriegen. Team Maniac ist besser als das. Jetzt motzt doch nicht wieder hier über unsere guten Picks und Buns. Die waren vollkommen in Ordnung. So. Jetzt packen wir Olaf Maestro mal wieder rein. Okay, wir auf der blauen Seite. Plague Doctor raus oder nicht? Und Vampir raus. Yieldbearer durch ihn gebannt. So, jetzt die Frage für mich. Wir können ein bisschen darauf pokern, den Plague Doctor zu kriegen. Aber ich glaube, dann lassen wir zu viel Starkes offen, weil dann könnte er Ghost, Berserker nehmen. Priestess ist auch noch im Spiel. Plague Doctor muss weg. So. Wollen wir jetzt Ghost spielen oder nicht? Weil es sind halt noch zwei sehr gute Konter gegen Ghost gerade offen. Wir haben den Knight und wir haben die Priestess noch im Spiel. Das ist halt wieder jetzt dieser Coinflip. Wie man es macht, man macht es falsch. Wir können jetzt Ghost nehmen, dann nimmt er Knight und Priestess. Wir werden komplett weggetauntet und geheilt. Ghost hat am Ende zwei Stacks und wir verlieren. Wir können jetzt sagen, wir nehmen Knight und Priestess. Und dann aus irgendeinem Grund tanken wir zu wenig, heilen zu wenig und Ghost wird uns komplett aus dem Leben schießen und hat am Ende 48 Stacks. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Dann sind wir wieder beim Thema immer auf der falschen Seite des Münzwurfs, des Glückes. Ja, komm. Wir setzen auf den Ghost-Faktor und hoffen, dass wir den Knight kriegen. Okay. Ninja ist lästig, aber wir schnappen uns den Knight. Dann haben wir schon mal einen der größten Problemfaktoren gegen Ghost weg. Okay. Können wir sagen, Priestess. Und ich glaube, Ice Mage hätte ich dann gerne. Swordsman bei ihm. Ja, spannend, spannend. Kann wieder in beide Richtungen gehen. Also er hat deutlich mehr Schaden auf jeden Fall als ich. Deutlich, deutlich mehr. Dafür haben wir ein bisschen Tankiness, ein bisschen Heilung. Das muss man mal schauen, ob das reicht, um gegen den Schaden Herr zu werden. Und wir müssen halt auf den Ghost-Faktor hoffen. Ich glaube, wir sind das mit Ghost auch so ein bisschen falsch gerade angegangen, tatsächlich. Das ist mir in dem Match davor auch schon passiert. Warum nehme ich eine Priestess? Ist eigentlich totaler Quatsch. Also die Idee ist natürlich, ja klar, Priestess kann auch den Tank gut heilen, aber Ghost kann nicht geheilt werden. Das ist ja der Trade-off von der Passiven. Ghost kriegt Stacks, wird dadurch stärker, kann aber keine Buffs von Verbündeten beziehen. Das heißt, eigentlich verschwendet man viel Heilung, wenn man sich dann eine Priestess pickt, weil sie einfach nicht heilen kann. Also Ghost nicht heilen kann. Eigentlich muss man mehr gucken, dass man auf Schaden, glaube ich, pickt. Habe ich so ein bisschen vernachlässigt. Aber gut, Ghost ist gerade halbwegs gut im Spiel. Jetzt wird es leider nochmal sehr knapp. Können wir dagegen heilen? Schnell noch einen Kill. Haben wir? Jetzt noch einen Kill? Nein! Kann doch nicht wahr sein. Wieder mit einem Kill verloren. Dieses Spiel hasst uns einfach. Also ein Ghost hat es nicht gelegen. 12 Kills. Ist solide. Priestess hat gut gegengeheilt. Aber wie gesagt, vielleicht das Problem, dass Priestess mit Ghost gar nicht so nützlich ist. Aber gut, solche Spiele kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Zack, und da haben wir den ersten Platz wieder verloren. Stürzen wieder ab. Die Motivation von Team Maniac ist gebrochen. Und jetzt müssen wir auch noch gegen das beste Team der Liga ran. Hier kurz so ein bisschen hat sich hier was geändert. Oh, Magic Knight ist hier komplett abgestürzt. Die stand doch eben noch in den Top 3 damit drinne plötzlich. Jetzt haben wir wieder unser Trio hier. Shieldbearer, Plague Doctor, Vampir an der Spitze. So,
Complex Gaming. Ihr habt doch eben einmal auf den Deckel bekommen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Da, gegen die Cops. Stimmt, die Geschichte war das. Und ihr habt auf den Deckel bekommen, indem der Gegner den Plague Doctor gespielt hat. Wobei, da haben sie ihn selber einmal gehabt. Vampir. Na gut, und hier einfach wieder so ein Coinflip, das ist ein Spiel. Das hätte auch in beide Richtungen gehen können. Okay. Ja. Jetzt nicht mega viel rauslesen. Können hier nochmal so ein bisschen. Wo ist er denn hin? Da. Allgemein gucken. Plague Doctor. Priestess. Passen halt gut zusammen. Ninja, Swordsman. Schauen wir mal. Business as usual. Wenn wir Glück haben, können wir hier so einen kleinen Wundersieg wieder rausziehen, wie wir es gegen Team Waterfox gemacht haben. Weil das Ding eben hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Behaupte ich jetzt mal. Das hier ist so ein Ding, von dem ich nicht ausgehe, dass wir es gewinnen können. Aber hey, wer weiß. Kann ja mal passieren. So, Upset kommt wieder rein. Wir starten wieder auf der roten Seite. Irgendwie nur auf der roten Seite unterwegs hier. Erstmal was Airband, Sniper, Ghost weg. Knight von ihm gebannt. Wir probieren mal was. Schon wieder Archer First Pick, interessant. Dann nehmen wir doch jetzt mal Black Dr. Berserker, würde ich sagen. Ice Mage bei ihm. Gerade sehr beliebt, die beiden. Also mit Archer wundert mich, weil an Archer eigentlich nichts verändert wurde. Und Ice Mage sogar genervt wurde. Gut dann. Moment. Priestess oder Shieldbearer? Glaube ich, nehme lieber Shieldbearer. Priestess ist mit Abstand die bessere Heilerin. Aber dann haben wir keinen Tank. Wobei ein Berserker ist schon so ein kleiner Off-Tank. Priestess, wir wollen die Top-Heilerin haben. Und er wahrscheinlich Shieldbearer, oder? Oh ne, doch nicht. Spricht dann irgendwas dagegen, dass wir Shieldbearer nehmen? Könnten über einen Pyromancer nachdenken tatsächlich. So wäre auch nicht die allerschlechteste Wahl. Ich glaube, Shieldbearer ist aber schon ganz gut, um hier den Schaden aufzufangen. Ist natürlich jetzt über die Frage, haben wir genügend Schaden, um dagegen anzukommen? Passt so. Ja. Und sehr interessant, wir sehen das erste Mal Barrier Mage im Einsatz. Von Sedoy, der die schon mega gut drauf hat. Da haben sie sich wohl einen neuen Spieler geholt. Oder den endlich mal trainiert, wenn er vorher nichts hatte. Interessant. Oh, hier eine sehr gute Passive auch. Heilt sich immer bei Kills. Guckt euch diese kranken Stats an. Also hier schon im 70er-Bereich unterwegs. Wir haben hier noch eine 30 stehen, ne? Beim guten Upset. Der macht mich mittlerweile auch ein bisschen sad. Aber gut. Unser Team an sich finde ich eigentlich ganz nett. Vielleicht haben wir doch irgendwo eine Chance damit. Wir müssen jetzt natürlich hier viel hinterherrennen. Er hat nur Spieler. Das ist hier wohl dieses Barrieren-Dings. Interessant. Habe ich mir ganz anders vorgestellt, tatsächlich. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Schild für einen Spieler, nicht einfach so eine riesige Area. Ja, sind wir wieder ziemlich schlecht aufgestellt hier. Oh, und der Berserker in der Ulti eingefroren. Das ist eigentlich schon... Das ist schon, da schreibt man schon GG in den Chat, glaube ich. Haben wir hier unsere Ulti, jetzt müssen wir mal ein bisschen rankommen. Im Grund hing der Shieldbearer war da gerade fest. Keine Ahnung, was das war. Oder ob das mit der Ulti zusammenhing. Ja, das werden wir verkacken. Ja, sehr ärgerlich mit der Berserker-Ulti. Dass er komplett eingefroren wurde und nicht einmal draufhauen konnte.
Ja. Barrier Mage. Interessant. Ich finde schade, dass jetzt hier nicht irgendwo eine Statistik ist, wie viel Schaden verhindert wurde durch Schilde, dass man das mal ein bisschen vergleichen kann mit wie viel Heilung wir gemacht haben. Weil wenn der jetzt irgendwie 3000 HP weggeschildet hat, ist das natürlich ein gutes Stück besser als die 1600, die wir geheilt haben. So. Komm, jetzt motzen wir sie mal wieder ein bisschen an hier. Guck mal, das motiviert sogar jemanden. Olaf Maestro auch. Sehr schön. Komm, Olaf Maestro, dann darfst du auch mal rein. Hier weg. Hauen wir jetzt selber Ghost weg. Ich denke halt, ob ich Ghost weghaue und Plague Doctor selber nehme dann. Oder spielen wir wieder irgendwie eine Klassik-Bomb. Mit so Sniper, Pyro, Priestess, Shieldbearer. Könnten wir auch probieren. Aber ich glaube, wenn ich Ghost selber nicht picke, muss ich ihn, glaube ich, bannen. Das Risiko will ich nicht eingehen. Vielleicht bannt er auch selber einen Plague Doctor. Ne, macht er nicht. Sind wir jetzt genötigt, den Plague Doctor zu nehmen? Ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, die Antwort ist ja. Wobei, dann kann er zwei picken, dann können wir einen, dann kann er wieder einen. Das ist dann halt schwer, die Comp um den Plague Doctor aufzubauen. Andererseits ist mit dem Ice Mage jetzt auch ein guter Konter gegen ihn weg. Schwierig. Wir könnten überlegen, einfach Shieldbearer oder Priestess zu nehmen und je nachdem, was er dann macht, können wir auch selber noch sagen, okay, wir nehmen den Plague Doctor doch noch oder bauen auf so eine Standard-Comp einfach. Wir nehmen. Machen wir mal ganz wild. Wir sind hier sowieso im Nachteil gegen das Team. Das heißt, wir können hier auch ein bisschen Schabernack machen. Im Sinne von mal ein bisschen was ausprobieren. Sieht so aus, als ob wir uns direkt verkalkuliert haben. Er hat Plague Doctor Shieldbearer. Das ist schon mal tödlich für uns. Dann schnappen wir uns den Berserker. Pyromancer jetzt noch bei ihm. Was nehmen wir denn dann? Eigentlich brauchen wir den Knight. Wir könnten auch Barrier Mage, obwohl, wobei Barrier Mage macht auch ein bisschen Schaden, die hat auch irgendwie so 600 Schaden oder sowas gerade gemacht. Wenn wir es schaffen, den Berserker da durchzuheilen, mit Schilden und Priestess. Frage ist nur, was nehmen wir dann noch dazu? Vielleicht ein Ninja oder so? Komm, wir spielen mal was ganz Wildes hier. Barrier Mage, Ninja. So. Gucken wir mal. Achso, unser Ninja-Spieler nicht drinne. Ja. So, wir haben aber jemanden, der Priestess kann. Ein bisschen mehr Attack. Machen wir so. Wir haben ein ganz komisches Team. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Er hat irgendwie 4 starke Picks bekommen und wir, weiß ich nicht. Der sitzt hier einfach, hat so ein richtig geiles Steak-Dinner vor sich, ne? Und wir haben so ein paar Pommes gefunden, die vom Tisch gefallen sind und haben uns die auf den Teller gepackt. Aber hey, das haben schon wildere Teams gewonnen, gucken wir mal. Das Schild, das hält relativ kurz, wenn ich das richtig sehe. Kommt auch so ein bisschen verzögert raus. Schöne Pyromancer-Ulti jetzt von ihm. Oh, dann haben wir hier die spannende Aura. Da können keine Projektile durch. Ja, jetzt hält leider seine Plague-Doctor-Ulti eine halbe Stunde und hat wieder unseren
Berserker komplett weggekontert. Area Mage ein bisschen unzuverlässig, hat hier gerade oben die Priestess deren Schild gegeben, obwohl niemand sie angegriffen hat. Gerade hier ein Schild ins Nichts gesetzt. Überzeugt mich jetzt nicht so mega. Aber hey, dafür, dass das Team eigentlich aussieht wie Grütze, 16 zu 20, ziemlich knapp. Also gar nicht so mies tatsächlich. Aber schadenstechnisch haben wir ja gar nichts gemacht. Krass. So, jetzt sind wir wieder auf dem Platz, wo wir auch hingehören. Hirten, da sehe ich uns eher. Oh, wir haben irgendein Sponsor-Ding erfüllt. Ah, die kann man auch schon vorher erfüllen. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wird immer erst zum Ende der Saison abgerechnet. Access. Ach so, Ninja, Magic Knight und Shrine Maiden spielen. Ja, siehst du, allein dafür hat sich das Magic Knight-Spiel doch schon gelohnt. Fantastisch. Und der Ninja gerade auch nochmal. Haben wir schon mal Kohle bekommen. Wussten wir natürlich. Haben wir nur deswegen gemacht. So, jetzt dürfen wir aber nicht weiter verkacken, weil wir eine Lose Streak von maximal 4 haben können. Wäre natürlich ärgerlich. Aber hey, haben wir das schon mal erledigt. Plus, was man ja auch bedenken muss, wenn wir den niedrigsten Seed in den Playoffs haben, machen wir die meisten Spiele. Und uns geht es ja auch darum, Geld anzusammeln, ne? Von daher ist es alles Taktik. Wir wollen eigentlich auf dem 5. bleiben. Also eigentlich müssen wir... Obwohl, nee, 4. ist auch in Ordnung. 4. oder 5. ist ja egal. Also rein um unseren Profit zu maximieren, ist das schon die beste Möglichkeit. Dann mal schauen. Die Waterfox haben wir schon mal besiegt. Könnte man vielleicht ins Finale schaffen. Ist aber schwer. So, Cloud 8 spielen wir jetzt. Gucken wir erstmal hier. Plague Doctor, Priestess, Archer gerade auch hier beliebt. Und Boomerang. Haben zuletzt gewonnen gegen Dr. Card. Haben gewonnen mit recht unterschiedlichen Teams. Hier haben sie einmal verloren. Komplett ohne Tank gespielt. Ein klassisches Setup mit Ghost. Und hier gewonnen. Berserker, Pyro, Vampir, gutes Team. Und hier, ach, schaut euch das mal an. Das ist ja so eine ähnlich wilde Nummer, wie wir das eben gespielt haben. Aber sie haben damit gewonnen. Na, okay. Nur mal reinschauen. Krass, 98% Pick und Ban Rate, oder Ban und Pick Rate eher gesagt. Kommt sonst kein Champ auch nur in die Nähe. Abgefahren. War der gute alte Monk komplett unten. Ghost immer noch ziemlich niedrige Winrate tatsächlich. Ich traue mich nicht, Ghost offen zu lassen. Immer wenn ich das mache, habe ich es danach bereut. So. Dann ran an Cloud 8. Wir sind ausnahmsweise mal auf der blauen Seite. Sicker hier mit niedrigeren Cooldowns als Passive. Habe ich jetzt nicht so stark tatsächlich. 10% ist auch relativ wenig, weil die Cooldowns eh sehr kurz sind. Sprechen wir immer von 3, 4, 5 Sekunden. So. Wir müssen uns neu besinnen, was machen wir. Ich will den Vampir nicht. Und ich will den Plague Doctor nicht selber spielen. Zack. Magic Knight von ihm gebannt. So, jetzt die große Frage. Gehen wir das Risiko ein? Probieren wir es mal wieder und lassen Ghost offen. Aktuell noch viele charmante Gems, die man mit Ghost kombinieren könnte. Shieldbearer natürlich da an Stelle 1. Ich glaube, wir probieren es anders. Wir nehmen Shieldbearer selber. Wenn Ghost gleich noch offen bleibt, nehmen wir Ghost. Okay. Jetzt haben wir zumindest so ein
Basic Setup, sage ich mal, womit wir arbeiten können. Besteht immer noch die Gefahr, dass er Priestess nimmt und extrem gegenheilt. Wir können aber gleich mal gucken, ob wir da wieder einen Ninja zupacken. Priestess war zu erwarten. Sehr viel Heilung bei ihm. Und ich glaube, ich würde Ninja Pyro nehmen. Und diesmal selber auf den Heiler pfeifen, weil ich glaube, das war ein bisschen Fehler. Ich möchte das nochmal mit Ghost ausprobieren. Diesmal aber auf dem Weg, dass wir nicht unsere Frontline stärken, sondern alles um Ghost aufbauen. Wir haben einen Tank im Shieldbearer, der Schaden vom Ghost weghalten kann. Wir haben einen Assassin, der unterstützen kann in der Backline. Und wir haben einen Pyromancer, der guten Frontline-Schaden machen kann. gegen ein Team mit einem Warrior, der wirklich viel Schaden macht und drei Supports. Also mal gucken, ob wir da überhaupt durchkommen. Sind wir gut aufgestellt, so, ja. Okay, spannendes Matchup auf jeden Fall. Jetzt hängt es wieder von den ersten Kills ab. Ghost muss seine Stacks kriegen. So, zwei, drei Stacks hat er schon mal. Ziemliches Chaos hier in seinem Team tatsächlich. Gutes Schild jetzt von der Barrier Mage. So, er blockt alle Projektile, was uns egal ist. Wir haben kein Projektil. Wieder komplett verschwendete Pyromancer-Ulti. Wie soll es anders sein? So, jetzt heilt er hier gegen. Da kommen wir erstmal nicht durch. Zack, Ghost direkt wieder hier auf der Jagd. Aber gute Schilde. Also, könnte jetzt noch in seine Richtung gehen. Wir müssen hier ein bisschen essen, lieber Ghost. Also sah am Anfang deutlich eindeutiger für uns aus. Am Ende ist noch so ein bisschen gekippt, sieht aber aus, als ob wir es packen. Ghost hier war irgendwie 12, 13 Stacks. Kannst du dann auch nicht mehr viel gegen machen. 1600 Schaden hier ausgeteilt. Aber auch hier gut geheilt und der wird wahrscheinlich auch irgendwie 1000, 1500 HP nochmal weggeschildet haben. Aber also hier die Idee hat deutlich besser funktioniert, dass wir auf Heiler verzichten. Shieldbearer ist sehr gut mit Ghost zusammen dann tatsächlich, um ein bisschen Schaden wegzutanken. Na schön, schön, schön. Dann können wir die Jungs auch mal wieder loben hier. Exzellente Performance. Jetzt sagt irgendwie da jemand, da muss ich mich nicht mehr anstrengen. Ne, ne, ne. Und drei Leute strafen mich Lügen, indem sie sagen, wie toll ich bin. Na gut, ich nehme alles zurück. Hoffentlich haben sie es nicht gehört. Jetzt sind wir auf der roten Seite. Überlege, komm, Olaf Maestro ist gerade gut drauf. Packen wir ihn wieder rein. So. Er hat jetzt nicht Ghost genommen, obwohl er die Chance hatte. In seinen ersten beiden Picks. Legen wir es drauf an? Oder nicht? Ich banne erstmal den Plague Doctor. Shieldbearer gebannt. Dann wollen wir Ghost eigentlich auch nicht selber spielen, oder? Ich überlege gerade, ob ich den Vampir jetzt raushaue. Vielleicht rutscht der Knight gleich durch, dann können wir schon mal Knight Priestess nehmen, das wäre ganz gut. Wäre sowohl gegen Ghost als auch Vampir gut. Ghost könnten wir jetzt halt in einer abgewandelten Form spielen. Mit Knight, Ninja, Pyro. Da müssten wir halt erstmal die Champs kriegen, also jetzt alles nur wilde Ideen, die ich in den Raum schmeiße. Wir bannen mal trotzdem den Vampir, lassen Ghost mal offen gucken, was er versucht damit zu machen. Dann machen wir es nämlich ähnlich wie eben. Nehmen Knight. Und ich glaube, ich nehme noch Pyro dazu. Oder Priestess. Ist jetzt halt die Frage. Also eine Idee ist, Option 1. Wir nehmen Knight Pyro. Dann hoffen wir, dass Ghost offen bleibt, weil da passt Ghost dann gut zu. Können wir vielleicht noch mit Ninja ergänzen. Haben wir ein ähnliches Team wie eben. Option 2 ist, wir nehmen jetzt die Priestess, haben die beste Heilerin im Spiel. Und packen da gleich noch Pyro, Sniper
oder Archer dazu. Dann haben wir eine gute Standard-Comp. Ich glaube, wir machen die Priestess-Variante. Magic Knight bei ihm, dann wollen wir Pyro an dieser Stelle haben. Barrier Mage nimmt auch an Beliebtheit zu. Wieder ein bisschen ähnliches Team wie letztes Mal. Wir Sniper. Finde ich, ist unser Team eigentlich ganz gut, weil er kommt nicht in unsere Backline rein. Aber wieder halt das Ding Schaden, Schaden, Schaden ohne Ende. Müssen wir mal gucken, ob wir dagegen heilen können. Wer von euch kriegt jetzt den Sniper? Also deutlich mehr Attack und hier ignoriert er aber von Anfang an Defense. Wobei er keine Champs hat, die mega viel Defense haben. Machen wir vielleicht mal so. 1, 5, ach komm. Wir probieren es mal so in der Aufstellung. Los geht's. Ich glaube, wir werden das Spiel verlieren und ich sage euch auch warum. Weil ich ein gutes Gefühl habe. Und das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Immer wenn ich denke, okay, das ist ein gutes Team, ja, haben wir gute Chancen, wir kontern das ganz gut, dann kriegen wir meistens richtig auf den Deckel. Spricht jetzt nicht unbedingt für meine Kompetenz als Coach von Team Maniac. Und spiegelt sich bisher im Scoreboard hier auch so ein bisschen wieder. Hauptsache, wir verschwenden wieder eine Pyromancer-Ult. Na, immerhin einen getroffen diesmal. Oh, schöne Ult-auf-Ult-Kombis hier. Das ist natürlich jetzt ein Barrier-Mage, das Schild. Man hat es gerade gesehen, die Sniper-Schüsse sind hier komplett in das Schild reingeflogen von der Fähigkeit. Natürlich bitter für uns. Also das Schild ist nicht zu verachten. Auch wieder so ein bisschen unzuverlässig, weil fühlt das nicht immer in einer guten Position landet, aber das Schild ist ziemlich stark und hat AOE, das ist natürlich auch echt nicht schlecht. So, aber wir haben das Schlimmste abgewendet, wir haben keine Loose Streak uns eingefahren, das ist schon mal sehr gut. Zack, stehen wir auch schon wieder auf Platz 2, da sieht das Leben schon wieder besser aus. Wenn wir uns hier ein bisschen rankämpfen, schön, schön. Ja, Konflikt ist natürlich auch wieder gewonnen. Dass sie überhaupt Niederlagen haben, wundert mich tatsächlich. Ich glaube, die werden auf jeden Fall Erster in der Liga. Wir haben eine Militäruniform bekommen. Warum das denn? Ah, 30 Siege mit einem Sniper. Sniper Champion Mastery plus 6. Ist ganz cool. Spielen wir relativ häufig. Aber da ist halt kein allgemeiner Buff drin. Hier haben wir immer noch plus 2 Defense mit bei. Hier in der Kategorie können wir auf jeden Fall was Neues gebrauchen. Auch wenn es nur so ein plus 2 Defense oder Attack-Dingens ist. Obwohl, nee, das wäre Quatsch. Weil das plus 2 haben wir eh schon drin. Aber sowas. So ein plus 4 Ding. Das würde ich dann auch gegen das Knight-Teil tatsächlich ganz gern tauschen. So. 10-7 Esports. Unser nächster Gegner. Oh, haben zuletzt auch gegen Team Waterfox gewonnen. In einem überzeugenden 2-0. Barrier Mage wirklich hier am Zunehmen in der Beliebtheit. Interessant. Okay, hier eine Plague Doctor Kombi. Ganz interessante Mischung, aber auch nur sehr knapp gewonnen. Hier sehr deutlich. Gegen ein Plague Doctor Berserker. Also sogar ein starkes Team. Ziemlich starkes Team. Einfach, ja, gut. Aber auch sehr ausgeglichen auf der Seite. Also ein bisschen Standard-Comp gegen Plague Doctor-Mischung. Schauen wir mal, was wir da machen können. Zack, auch wenn Olaf meist so gut war, aber seine Passive ist einfach der ausschlaggebende Punkt. K
keine Trades auf der Gegnerseite und wir starten mal wieder auf Rot. Shieldbearer gebannt von ihm. Wir hauen Ghost raus. Archer gebannt. Wir hauen Plague Doctor raus. Er nimmt den Monk zuerst, dann schnappen wir uns den Knight. Und nehmen wir die Priestess. Ja. Wir gehen wieder ein bisschen in Standardrichtung. Ninja bei ihm. Was ist uns lieber? Pyro oder Sniper? Oder Ice? Schwierig. Sniper nehmen wir mal. Dann nimmt er Pyro. Und Vampir. Okay, dann würde ich sagen, können wir Ice Mage nehmen oder Option 2 Boomerang Hunter, weil ich zum Ice Mage tendiere. Zwei Assassins bei ihm ist natürlich lästig. Na, schauen wir mal. Müssen wir wieder mit Schaden so ein bisschen ausgleichen. Noch hoch. Ein bisschen stärker. 6. 8. Wollen wir mehr Schaden oder mehr Tankiness haben, ist halt die Frage. Wobei mehr Tankiness auf dem Sniper ist nicht verkehrt, wenn er zwei Assassins hat. Machen wir lieber so rum. Glaube ich, der richtigere Ansatz. Unser Team gar nicht so schlecht, aber Assassins sind halt immer lästig, gerade der Vampir kann uns ja immer Problemchen bereiten. Wir haben mit dem Knight ganz guten Konter gegen Vampire, der kann immer mal einen wegtaunten, aber halt nur einen, nicht zwei. Aber da können wir so ein bisschen mit gegenhalten. Aber man sieht jetzt hier schon wieder großes Kuddelmuddel bei uns im Team. Oh, schöne Ult vom Ice Mage, bisschen Verschwendung leider vom Sniper. Aber wir haben hier immer so ein bisschen das Problem, die Assassins sind hinter unseren Damage-Dealern, wodurch die Damage-Dealer anfangen nach links zu rennen und komplett irgendwann nicht mehr hinter dem Tank stehen. Das ist natürlich immer eine doofe Sache. So. Ah, ignoriert den Vampir doch einfach. Geht schön auf die Ninja, sehr gut. Haut den Monk nochmal weg. Wo will ich das sehen? Jetzt kriegen wir nochmal ein bisschen auf die Mütze. Ah ne, ja, schon vorbei, Glück gehabt. Okay, schön. Also unsere Standard-Comp hat sich mal wieder relativ gut bewährt, tatsächlich. Wieder Olaf Maestro rein. Ich würde sagen, warum nicht? Zack. So, was bannen wir jetzt hier? Können wieder ein bisschen auf Ghost spekulieren tatsächlich. Ich glaube, das probieren wir auch mal. Dann bannen wir selber hier Plague Doctor vielleicht. Na komm, Vampir kann immer weg. Plague Doctor weg. Iromancer durch ihn. Und jetzt können wir wieder unser Spielchen machen, dass wir einfach Shieldbearer nehmen und gucken, was er macht. Finde ich eigentlich ganz gut. Boomerang Hunter. Okay, das heißt, es lässt uns jetzt eigentlich noch alles offen. Wir können jetzt Priestess nehmen und dann damit ganz gut aufgestellt. Wir könnten Ghost nehmen. Problem wäre halt, er könnte noch Knight und Priestess nehmen, was ganz gut dagegen kontert. Hm.
könnten wir denn noch zum Ghost sonst nehmen? Könnten noch Ninja wieder nehmen, das war ja ganz gut. Und irgendwie noch wieder ein Damage-Dealer, wobei die beiden AOE-Magier weg sind, was glaube ich ein bisschen problematisch ist tatsächlich. Ich spüre gerade die Priestess ein bisschen mehr, einfach weil es eben gut funktioniert hat in der Standardaufstellung. Monk bei ihm. Ja, bleibt er noch übrig für uns. Sniper ist, glaube ich, gesetzt. Jetzt können wir überlegen, ob wir noch einen Archer reinpacken. Einfach selber voll auf Schaden gehen. Ich kann mir halt vorstellen, dass er noch einen Ninja oder Ghost dann auf jeden Fall nimmt. Müssen wir ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn wir noch einen Archer haben. Kann ein bisschen wegkiten von denen. Oh, Knight bei ihm. Okay, interessant. Also doch mehr Standard bei ihm, als ich erwartet habe tatsächlich. So. Können wir uns relativ gut mit aufstellen. Ja, bin ich doch im Nachhinein ganz froh, dass wir nicht Ghost genommen haben. Weil gegen Knight ist Ghost halt lästig und gegen viele Nahkämpfer, und er hat jetzt 3 Stück davon, auch nicht so super gut. So müssen wir halt hoffen, dass wir mehr Schaden machen. Ja. Na, immer schlecht verteilt der Schaden, alle low. Aber keiner gestorben. Dass das so war an den Nahkämpfern, vielen Nahkämpfern als Gegnern, da stimmt dann halt der Fokus nicht. Nur ein bisschen hoffen, dass wir wieder uns irgendwie schaffen aufzustellen. Oh, er ultet schon. Eieiei. Ah, wir kommen hier gerade noch nicht ins Spiel. So, jetzt vielleicht. Jetzt können wir mal ein bisschen ulten. Hat hier gut getauntet, wurde gut geheilt. Muss bei uns bloß auch mal ein bisschen der Schaden kommen, bevor er wieder stirbt. Schade. Schaden wieder sehr verteilt hier auf verschiedene Ziele von uns. So. Wenn jetzt der hier mal sterben würde, dann können wir uns mal sammeln. Ja, weit so gut. Jetzt geh du bitte nach oben. Danke. Jetzt haben wir auch eine Chance. Oh, das Match ist ja schon fast vorbei. Uff, uff, uff. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Schaden sitzt, wo er sitzen muss. Tut er auch. Sehr gut. Der Mönch ist gestorben durch einen Sniperschuss. Er hatte die Zeit gar nicht im Blick irgendwie. Hat das Match gefühlt gerade erst angefangen. Okay, ja, alles gut. Sehr schön. So, Complex Gaming auch wieder am durchmarschieren. Die sind nicht mehr aufzuhalten. Aber wir haben es geschafft, hier unseren 2. Platz beizubehalten. Sehr schön. Team Solid hier leider ziemlich am Abstinken. Mit denen sind wir damals zusammen aufgestiegen. Schade zu sehen, dass sie hier so abstürzen, nachdem sie sich so schön behauptet haben, eine Saison lang. Aber andererseits waren es auch schon damals unsere Rivalen und wir mochten sie nicht. Von daher, tschüss. So, wir haben wieder Equipment bekommen. Ein Mage-Headset, lass mich raten, ja, Mage-Champion-Mastery, wer hätte es gedacht, kriegt man, wenn man 50 Siege mit Magiern macht. Aber da ist unser Battle-Headset natürlich deutlich krasser. Oh, wir haben ja noch, wenn hier noch in die Slot-Machine gucken. Delfin-Shorts. Ach, schau mal an, wo ich gerade noch meinte, da hätte ich gern was Neues. Leute, ich sag's euch, Glücksspiel ist es. Das ist einfach die beste Geldanlage. Bitte nehmt das nicht ernst. Nicht, dass ihr auf einmal alle pleite seid und mich dafür verantwortlich macht. So, wir haben übrigens wieder viel Crafting-Materialien. Das hatte ich ganz vergessen, weil wir haben ja einen Sponsorenvertrag erfüllt. Und die geben einem nicht nur Geld, was sehr schön ist, die geben einem auch Crafting-Krams. Deswegen sind wir hier wieder ganz gut aufgefüllt. Plus durch ein paar Spiele kriegt man natürlich auch was, aber weniger. Also buttern wir hier wieder vollkommen rein, weil wir wollen jetzt hier nur noch krassen Kram haben. Dauert dann wieder 8 Wochen, aber was soll's. Ja, damit. So, jetzt geht's wieder gegen die Squeakers ran. Ein relativ erfolgreiches Team, obwohl es von den Werten gar nicht so exorbitant gut aussieht im Vergleich mit dem ganzen Wettbewerb, aber irgendwie schlagen die sich sehr gut. Man sieht schon hier Ghost, Plague Doctor, Ninja, viel gespielt von ihnen. Zuletzt verloren gegen Team Pizza Cap. Schauen wir uns mal an, wie sie das geschafft haben. Team Pizza Cap hier mit Ninja Plague Doctor, so einer Mischung. Kein richtiger Tank,
viel Schaden auf der Sniper-Stellung. Und er, obwohl er mit Tank gespielt hat und eigentlich auch ein starkes Team, da untergegangen. Interessant. Dann hier ein Comeback, wieder Plague Doctor mit drinne. Das ist einfach so eine relativ gute Win-Condition anscheinend. Hier auch Plague Doctor mit drinne, da haben sie dann die ja, Team Pizza Cap dann gewonnen. Das heißt, Plague Doctor, ja, gut, auch keine neue Kenntnis. Selber picken oder wegbannen. Alles klar. Ab ins Stadion. Wir haben übrigens das erste Mal einen fünfstelligen Betrag hier auf unserem Konto. 10.000 Geldeinheiten haben wir uns hier schon zusammengespart. Das ist doch nicht schlecht. Ich hoffe echt, dass die Playoffs ein bisschen ertragreich sind. Weil Wunschvorstellung wäre, ich glaube, das schaffen wir nicht, egal wie wir es drehen und wenden. Wobei doch vielleicht mit MVP-Auszeichnungen und so, da gibt es ja auch noch immer ein bisschen Geld. Also Wunschvorstellung wäre halt, Haus upgraden, diese super krassen Rookies freischalten, einmal einen Rookie suchen, einen Rookie kaufen und unsere Spieler noch bezahlen. Ich glaube, das ist aber finanziell, wird das nicht aufgehen, leider. So, wir starten auf der blauen Seite. Wird wieder ein bisschen mit Ghost gamblen. Weil der war jetzt gar nicht beliebt die letzten Male. Ich glaube, ich lasse ihn tatsächlich weiterhin offen. Bann den Vampir. Einfach weil er mir auf den Keks geht. Und Plague Doctor. Ich finde, es ist so ein Risiko, den zu first picken. Weil er viel abhängt, leider. Also es ist keine Frage, ein starker Champ. Man sieht es ja auch in den Statistiken. Und die Winrate ist sehr hoch. Aber mein Ziel ist es halt, nicht unbedingt den stärksten Champ zu nehmen, sondern den, der ja, wo die Consistency stimmt. Also wo man eine Konstante hat, wo man konstant mit gewinnen kann. So, um das jetzt mal nicht alles hier wieder nur zu verenglischen. Und Plague Doctor ist halt so einer, genauso wie Ghost eigentlich ja auch, wo es von vielen Faktoren abhängt und das immer so ein Münzwurf ist, ob man dann schafft oder nicht, habe ich zumindest das Gefühl. Und wenn wir so ein Gedöns spielen wie Tank, Heiler, zwei Damage Dealer, da ist halt deutlich mehr eine Konstante irgendwie drinne, dass wir damit halbwegs guten Erfolg haben. Deswegen für mich die Frage Plague Doctor, probieren wir es selber oder nicht? Wird jetzt ein Knight gebannt. Bräuchten halt einen Tank. Und einer ist schon weg, das wäre ein bisschen uncool. Wobei Berserker geht auch. Ich glaube, ich lasse ihn mal offen. Aber wir haben noch zwei Heiler da. Und können es probieren. Aber was banne ich denn dann? Ninja vielleicht oder so? Oder doch Ghost? Stört denn dann? Ice Mage. Ice Mage stört, klar. Ice Mage muss weg. So, wir probieren es einfach mal wieder. Komm. Haben wir gerade einen ganz guten Run. Ja, jetzt nimmt er den Berserker. Das ist natürlich richtig doof für uns. Und ein Fighter. Ah, bringt uns in eine unangenehme Situation, weil eigentlich brauchen wir eine Priestess und wir brauchen Shieldbearer. Ich glaube, wir müssen Shieldbearer nehmen, sonst haben wir keinen Tank mehr offen. Also ich hätte sonst Berserker als Tank genommen, wäre auch okay. So, das heißt, wir können Priestess nehmen. Passt ganz gut zusammen. Und dann... Ah, vielleicht hätten wir auch mal Area Mage ausprobieren können. Wäre vielleicht auch interessant. Anstatt Priestess meine ich. Ja gut, aber so, also das Team, ja, okay. Passt. Wir hätten sonst einen Berserker genommen. Den haben wir jetzt nicht zur Verfügung. Das heißt, wir müssen gucken, was ist unser Berserker-Ersatz. Vielleicht ein Swordsman. Hat zumindest den Schaden. Sniper könnten wir auch nehmen. Schwierige Wahl tatsächlich. Das mit dem Ninja nervt ein bisschen. Der Fighter wird hier halt alle durcheinander kicken. Probieren wir den Swordsman. So, bei ihm alles Nahkämpfer, alles.
in unser Gesicht. Den lästig. Sicher von den Werten nichts immer aufstellen. Machen es aber mal so. Weil er hat dann die Penetration, was ganz gut ist. Und er kriegt über Dauer mehr Heilung. Ja, das ist auch in Ordnung. Das meine ich also ein bisschen mit dem Plague Doctor. Er hat den Berserker genommen und schon sind wir in der Bredouille, dass wir Probleme haben, einen guten Ersatz zu finden, wenn bestimmte Bands oder so drin sind. Finde ich, ist ein bisschen schwierig. Problem an der kommt jetzt auch, dass er den Ninja genommen hat. Ihr seht, die Priestess hinten macht nichts, außer im 1v1 gegen den Ninja zu stehen und sich selber zu heilen. Hat aber erschreckend lange durchgehalten, muss ich sagen. Also nicht schlecht. So, jetzt sind wir an unserem stärksten Punkt. Black Doctor Ulti. Können den Berserker hier wegtanken. Leider die Ulti von der Priestess. Wäre die jetzt auf die 3 gewesen, die da mit einem HP standen, dann wäre es GG für uns. Leider die Priestess hier hinten links in der Ecke. Einfach mal so ein bisschen den Boden gewässert mit ihrer Heilung. Auch schön. So, aber es sieht ziemlich gut für uns aus. Jetzt werden hier nochmal alle sterben, während ich das sage. Obwohl, na, wir heilen uns wieder ganz gut gegen. Also, sehr starkes Ergebnis. Holy moly. Schaut euch mal den Schaden hier an. Ich glaube, ich habe noch nie so hohen Schaden gesehen von einem einzigen Spieler. Das ist sonst der Schaden, den unser komplettes Team insgesamt macht. Krass. Aber gut, der wird halt gebufft von dem Plague Doctor. Also sehr guter Ersatz für den Berserker anscheinend. Einfach weil er gerade insgesamt in einer recht starken Situation ist. Fast 3000 Damage rausgehauen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, das heißt, wir sind jetzt auf der roten Seite. Wir werden den auf jeden Fall wegbannen. Ich will nicht, dass der Plague Doctor in die Gegnerhand fällt. So, weiter so, spielt aggressiv. Lassen wir Olaf Maestro rein. Ja, komm. So. Was machst du denn, Mr. Squeaker? So, kein Schabernack. Plague Doctor weg. Shieldbearer. Oh, jetzt wird spannend. Alle Tanks gebannt. Also, nicht alle, aber die Haupttanks gebannt. Ich glaube. Tendiert dazu, den Vampir zu bannen. Aber Berserker erscheint mir da recht stark, so komplett ohne Tanks. Aber Vampiren, ja. Nee, wir werden jetzt halt viel Backliner irgendwie spielen müssen. Starker First Pick auch von ihm. Ich habe nämlich selber überlegt, den Ninja zu nehmen tatsächlich. Weil wenn der sich mit keinen Tanks rumprügeln muss, kann der auch Schaden wie sonst was machen. Könnten uns jetzt so einen Schabernack überlegen, Priestess Swordsman zu nehmen? Als unsere Frontline, sage ich mal, oder Priestess Berserker. Wobei das nicht so gut harmoniert, weil er wird ja stärker, je weniger HP er hat. Dann so ein bisschen kontraproduktiv, wobei Barrier Mage Berserker wäre vielleicht eine Option. Also Priestess finde ich erstmal, glaube ich, nicht verkehrt. Fuck. Und jetzt haben wir ganz viele Optionen. Was lässt uns die meiste Flexibilität? Wir könnten natürlich auch Ice Mage, Pyromancer, Sniper nehmen, sowas. Wir könnten überlegen, ob wir einen Monk nehmen. Als Tank sozusagen. Ein guter Monk-Spieler. Boah. Also der Double Tank Ban hat mich aber vollkommen aus dem Konzept gebracht hier. Wie gut, dass wir keinen Timer haben, ne? In echten Spielen, da hast du eine Minute oder so zum Picken. Da hätte ich jetzt schon irgendwie eine Strafe kassiert.
Berserker oder Monk oder Damage Dealer oder Swordsman. Swordsman, der Schaden hat gerade schon echt Spaß gemacht. Das zusammen mit einer Priestess ist ja auch erstmal nicht schlecht. Ich nehme mal den Swordsman, komm. Warum nicht? Ich gucke ihn noch länger rum, überlege. So, Sniper natürlich extrem stark dagegen. Viel Single-Target-Damage. Können wir da irgendwas solide gegen machen? Ich nehme Berserker tatsächlich. Uff, okay. Also, sein Team 100% Damage. Schaden, 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 Schaden. Okay. Wird nicht einfach. Große Frage für mich ist jetzt, will ich selber mehr Schaden, sowas wie ein Pyromancer? Oder ist das einfach nur Futter für seine Assassins? Oder nehme ich einen Monk, extra Heilung, extra Tankiness? Oder werden die einfach nur sterben, während sie versuchen, auf Boomerang Hunter Sniper zuzulaufen? Na, finden wir es raus, ne? Warum auch nicht? So, Berserk hätte ich eigentlich gerne hier. Aber kein. Ah. Keinen krassen Monk-Buff. Und stimmt, wir haben ja den anderen Monk-Spieler nicht drinne gerade. Unangenehm. Jetzt hier. So ist gut. Aber glaube ich so rum. Einfach weil die Buffs ein bisschen stärker sind. Attack-Speed ist, glaube ich, mit ihm ein Tick besser als auf dem Monk. Okay. Ja, wieder wilde Teams hier. So. Und es geht los. Ghost fängt an zu stacken. Haps, haps, haps. Schön hier gerade durchgeflogen. Hat sich erstmal unseren Heiler gegönnt. Heilung, mehr Heilung, los. So, halbes Match ist rum, er liegt in Kills vorne. Das ist nicht schlecht, das ist ziemlich schlecht gegen eine Ghost-Comp. Schöne Ult jetzt aber vom Berserker tatsächlich. Hat da ordentlich den Boomerang Hunter hochgenommen. So, jetzt Ghost aber schon wieder Stacks bekommen. Kann jetzt wahrscheinlich hier so Backline mit 1, 2, 3 Angriffen irgendwie weghauen. Noch liegen wir vorne. Aber Ghost jetzt schnapp unseren Heiler gegessen. Wir kassieren hier. Ah, kassieren wir das Ace. Passt. Holt euch den Boomerang Hunter bitte. Danke. Okay. Na, endlich ist die Münze mal auf die richtige Seite für uns gefallen. Wir gewinnen mit einem Kill Vorsprung gegen die Squeakers. Sehr schön. So, halten uns weiter hier wacker auf Platz 2. Playoff Einzug müsste mittlerweile sicher sein, glaube ich. Was haben wir denn? Glaube ich nur noch 2 Tage, ne? 1, 2. Und wir haben 11 Siege. Okay, das heißt, wir sind mindestens Platz 3 tatsächlich, weil Dr. Card und Squeakers, also wichtiger Sieg gerade, weil die nicht mehr mit uns aufschließen können. Das heißt, wir sind schon mal gesetzt in der Playoff Round 2. Wenn wir jetzt nochmal schaffen, wäre natürlich schön. Oder Team Waterfox verkackt, dass wir gleich im Halbfinale stehen, wo wir wahrscheinlich so oder so auf Team Waterfox treffen werden. Wobei ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das überhaupt so geil ist. Ich hätte echt nichts dagegen, ein bisschen weiter unten uns anzusiedeln, wenn der Playoff-Sieg sowieso so, ja, so unsicher ist. Dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, sich lieber noch ein bisschen mehr Geld zu holen. Aber gut, wenn wir ins Finale kommen, das wäre natürlich eine ganz coole Sache. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal gegen Team Solid ran. Team Solid, haben wir eben gesehen, stehen ganz unten in der Tabelle. Und warum? Weil sie keinen Plague Doctor spielen. Aha, sieht man hier ganz klar. Gut, spielen wir auch nicht.
Wir sind hier auch so ein bisschen die Exoten tatsächlich im Vergleich mit den anderen Teams. Haben hier zuletzt gegen 10-7 Esports verloren. Lake Doctor hier. Ah, da haben sie ihn selber mal gespielt. Aber Barrier Mage alles weggetankt hier wahrscheinlich, was die versucht haben, an Schaden da reinzuhauen. Oh. Hier relativ ähnliches Bild. Also auch mit dem Plague Doctor wieder verloren. Weil man auch einfach bedenken muss, die sind von den Stats natürlich auch ein bisschen schwächer als die meisten Teams. Wobei sie, glaube ich, sogar besser sind als wir, oder? 41, 43, 35. Oh, wir sind hier in der Offense richtig schlecht. Na gut, das wird hier viel an unserem guten Freund Olaf Maestro mit seinem 27er Wert liegen, der hier den Schnitt ordentlich runterzieht. Bitter, bitter. Na gut, ran an den Speck. Ist halt Derby, ne? Also, Team Solid war ja schon immer unser Rivale. Auch wenn sie das schwächste Team aktuell der Liga sind, darf man das nie auf die leichte Schulter nehmen. Die haben uns schon immer Problemchen bereitet. Ja, wir mal wieder auf der roten Seite. Wir bannen den Plague Doctor. Er bannt selber Ghost, interessant. Ja, dann können wir Vampire raushauen, finde ich in Ordnung. Mal wieder ein Archer, First Pick. Dann würde ich sagen, nehmen wir Shieldbearer und Shrine Maiden. Dann sind wir schon mal ein Heiler reicher dadurch und dann holen wir uns noch den Sniper für Single Target Damage und dann gleich noch die Auswahl zwischen Pyro und Ice Mage. Ja, ich glaube Pyro finde ich einfach insgesamt ein bisschen angenehmer, weil mehr Schaden. So einfach ist das. So. Das heißt, du kommst dahin. Könnte auch eine Shrine Maiden spielen tatsächlich. Aber ich glaube, so gefällt mir das ein bisschen besser. Lieber den Schadensdealer anstatt den Support buffen. Und rein da. So. Also wir den Vorteil, wir haben Tank, wir haben Heiler. Er den Vorteil, wieder drei Nahkämpfer. Das heißt, für uns wird es ein bisschen schlecht, den Fokus zu finden. Plus ein Assassin. Assassin können halt gegen unsere Comp immer ganz gut sein, wenn wir drei Leute in der Backline stehen haben und er da reinhauen kann, wie er lustig ist. Oh, miese Ult vom Archer. Die Tür des Todes rettet uns ein bisschen, gibt uns ein bisschen Distanz, sehr schön. Schöne Ult mal vom Pyromancer, richtig gut. Hat mal ordentlich gesessen, leider der Berserker versteht auch was von seinem Handwerk. Pyromancer jetzt gerade rausgekickt aus der Schadensverringerungsaura von unserem Tank. Wir wieder in ganz schlechter Position hier. Wir müssen hoffen, dass wir uns jetzt ein bisschen fangen können. 6 Sekunden haben wir noch. Komm, haut den Ninja noch bitte weg. Und jetzt noch ein Kill auf You. 18, 18. Oh, Overtime. Was passiert? Wir haben verloren. Okay, irgendwer ist wieder gestorben. Ich habe nicht genau gesehen, wer. Schade. Den hätte ich nämlich gleich aus dem Team geschmissen, wie sich das gehört. So, was passiert? Viel Schaden durch den Archer. Wir haben auch sehr viel Schaden gemacht. Krass. Also, dass er so viel wegtanken konnte ohne einen Heiler und wir trotzdem in den Kills hinten liegen, das ist schon bitter. Der Tank hat eigentlich volle Arbeit geleistet. Shrine Maiden kann natürlich nicht so viel heilen wie eine Priestess, hat aber trotzdem einen ganz guten Job gemacht. Aber gut, ist halt ein 19-18, war jetzt auch wieder keine Klatsche. War wieder so eine olle Niederlage in letzter Sekunde. Unsere Lieblingsniederlagen. So. Ich glaube an euch, Jungs. Ihr schafft das. Ach Mann, ey. Man darf echt nicht nett zu diesen Jungs sein. So. Wir wechseln mal wieder durch.
So, was bannen wir jetzt? Hier. Der Romancer bei ihm. Selber gern, glaube ich, wieder Plague Doctor spielen. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen eben. Und das, was wir dann speziell weghaben wollen. Auch mal Ghost raus. Wenn wir ihn selber nicht spielen wollen. Zack. Nimmt er wieder Berserker oder so? Ah, er nimmt den Swordsman. Ich hätte ihn tatsächlich gerne gesehen, genommen. Mal gesehen, das hat ganz gut funktioniert. Die Frage, Priestess, Berserker, wer ist wichtiger? Er hat schon zwei Frontliner, er kann nicht, kann schon, nur um mich zu ärgern, kann er das. Dann haben wir gar nichts mehr, was vorne stehen kann. Andererseits, wir riskieren es mal. Ach, Glück gehabt. Ich habe kurz den Atem angehalten. So, dann kriegen wir den Berserker. Sehr schön. Und dann war die Idee noch mit Shieldbearer, wenn ich mich recht erinnere, war so die Hauptcomp. Ja. Und bei ihm wieder alles so in your face. Also das gute alte Spiel. Schaden gegen Defense. Wer schafft es, sich zu bewähren? Wir stellen uns so auf, das ist gut. Ja. Also wir haben eigentlich unsere Traumaufstellung für den Plague Doctor. Aber er hat auch ein sehr gutes Team, was einfach sehr viel Schaden hat. Was man jetzt hier ganz schön gesehen hat. Mir wieder gar keinen Fokus. Schön die Heilerin. Uff. Erstmal weggekickt. Das sieht nach einer Klatsche aus. Ich sag's ja, Team Solid, ne? Wenn Derby Time ist. Boah, was war das für ein Knock-up? Wie mies. Schön den Berserker hochgenommen da. So, jetzt ein bisschen Comeback Time hier. Ich hatte eine sehr gute Ult vom Plague Doctor. Jetzt sterben wir wahrscheinlich alle wieder. Auch so Respawns leider ein bisschen gestaggert. Der Plague Doctor alleine reingerannt. Stehen die drei alleine hier. 5 Kills werden wir nicht schaffen in 2 Sekunden. Zack. Verloren gegen die Tabellen. Letzten. Gucken nochmal so ein bisschen. Swordsman hat wieder unfassbar viel Schaden gemacht. Boomerang Hunter auch. Ja, hier fehlt dann so ein bisschen der Schaden. Da war der Swordsman tatsächlich besser als der gute Berserker. Also vielleicht sollte das dann auch eher der Champ sein, auf den wir gehen tatsächlich. Wenn wir Plague Doctor spielen wollen. So, jetzt haben wir unseren zweiten Platz verloren. Richtig ärgerlich. Müssen wir gegen Team Pizza Cap am letzten Spieltag ran. Wir haben aber hier gerade gesehen im Ranking, dass sie einen besseren Rekord haben als wir. Das heißt, wenn Team Waterfox jetzt auch gewinnt, sind wir auf jeden Fall auf dem dritten. Da können wir machen, was wir wollen, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Wenn wir gewinnen, sie verlieren, dann haben wir noch eine Chance, auf dem zweiten zu landen. So. Team Pizza Cap wollen wir nochmal kurz anschauen. Wo sind sie da? Ja. Das ist wieder ziemlicher Standard. Haben jetzt gegen Dr. Card Gaming mal verloren. Gut, ab ins Stadion. So, wir dürfen auf der blauen Seite starten. Ich tendiere tatsächlich dazu, das wieder wie eben zu probieren, nur dass wir einen Swordsman nehmen anstatt einen Berserker. Hat mir einfach besser gefallen. Das heißt, wir bannen wieder den Vampir weg. Ja, und er bannt den Plague Doctor. Damit ist der ganze Plan hinfällig. Gut, gut, gut. Dann könnten wir sagen,
Wir bannen Ninja vielleicht mal. Ja. Monk-Bann von ihm. So, jetzt können wir überlegen, wollen wir zuerst einen Tank oder einen Heiler. Ich glaube, die Priestess ist mir tatsächlich mehr wert als Shieldbearer. Weil Knight auch immer noch ein potenter Tank ist. Priestess. Einem Shieldbearer und Ghost. Ja, schon mal eine miese Kombination für uns. So, aber wir haben ganz gute Konter eigentlich. Obwohl, müssen wir jetzt schon Knight nehmen? Wir könnten jetzt auch sagen, wir nehmen Pyromancer. Weil sonst fehlt ihm der Schaden, wenn er Knight nehmen würde. Oder Sniper tatsächlich. Ein Sniper, weil ich kann auch mit Ice Mage leben. Okay, Magic Knight bei ihm, das heißt, wir nehmen den Knight ohne Magic. Und nehmen wir jetzt Pyro oder den Kollegen. Mehr Schaden, mehr Crowd Control. Nehmen wir Schaden. Ah, Barrier Mage. Das ist, glaube ich, ein guter Champ in seiner Comp tatsächlich. Dahin. So. Weil er hat halt drei Leute, die am Anfang jetzt wieder auf dem Haufen stehen. Und da kannst du halt mit dem Barrier Mage deine Fähigkeit nicht so gut verkacken. Das heißt, wenn hier ein Schild auf die drei Leute kommt, werden wir echt Probleme haben, da durchzuballern mit unserem Schaden. War ein schlauer Pick von ihm. Mal gucken. Ja, das meine ich jetzt hier, das Schild nämlich. Genau, trifft die ganze Frontline einfach. Ghost fällt halt so ein bisschen raus, weil er viel rumrennt. Auch die Ulti ist sehr gut gegen uns, weil wir viel Projektile haben. War wieder großartige Pyromancer-Ult. Na, immer ein Ghost getroffen. Also ich dachte, wie eine Motte. Oh, schau mal, das helle Licht, da fliege ich mal rein. So. Ich sehe gerade, der hat erst 3 Kills. Aber auch alle auf Ghost. 4 Kills. Okay. Da fehlt auch einfach der Schaden bei ihm. Das stimmt tatsächlich. Ziemlich dominierend. Und wenn wir hier mal auf die Zahlen gucken, was ich gerade schon erwähnt habe, wir sehen, woran es liegt. Kaum Schaden, kaum Schaden. Magic Knight noch am meisten Schaden gemacht. Barrier Mage auch kein Schaden. Und wenn du Ghost hast, musst du halt dem Gegner Schaden zufügen, damit Ghost anfangen kann zu essen. Das ist nie eingetreten. Wenn man das mal vergleicht mit unserem Schaden hier. Sehr hohe Werte und Knight einfach alles weggetankt und Upset da wieder gegengeheilt hat. Also unser Plan ist aufgegangen. Sehr schön. So. Nochmal ein bisschen Mosern hier zum Abschluss. Sehr gut. Wechseln wir ein. Ja doch, wir haben das erste gewonnen, dann können wir es uns erlauben. So, Shieldbearer hat ihm nicht gefallen, bann da selber weg. Wir hauen den Plague Doctor raus. Beide Tanks wieder gebannt. Jetzt haben wir das Spielchen schon wieder, meine Güte. Ich mag dieses Spielchen nicht. Hört auf damit. So, wenn ich mich jetzt noch erinnern könnte, woran es eben gelegen hat, dass wir da das so versemmelt haben bei dem Double Tank Ban. Hatten wir es da versemmelt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, da hatten wir da nicht Priestess Swordsman irgendwie so eine Mischung und er hatte da noch zwei
Assassins genommen oder so ein Späßchen. Zack. So, wir machen jetzt was ganz Wildes hier. Und den Kollegen. Wie gefällt dir das, hä? Team Pizza Cap? Ja, nimmt einfach Ghost. Na toll. Jetzt weiß ich nicht, wohin ich mit dieser Comp hin will. Also wir haben ganz guten Schaden. Würden überlegen, noch einen Heiler irgendwie reinzuschmeißen. Berserker könnte man reinschmeißen. Oder wir sagen einfach alles auf Damage setzen. Und Schnibber reinhauen. Ja, Schaden. Einfach Schaden. So. Der hat jetzt nur so Leute, die einem ins Gesicht laufen wieder. Das ist der Ninja natürlich jetzt kompletter Quatsch leider. Jetzt für mich die Frage, Priestess, um zu heilen, weil Schaden haben wir, oder noch mehr Schaden. Was uns nämlich jetzt fehlt, dafür, dass er 4 Nahkämpfer hat, ist AOE-Schaden. Nehmen wir Pyromancer. Das ist hier schon wieder... Bin ich schon wieder nicht ganz zufrieden mit. So. Ja. Du kannst nochmal... Nee. Lass mir lieber da. Ganz komisches Team hier schon wieder. Ich glaube, wir hätten die Priestess allein wegen Ghost nehmen müssen, um gegen zu heilen. Wobei, jetzt sieht man, der Schaden ist eigentlich erst da. Aber wir haben halt den Ghost-Faktor. Wir haben jetzt viele Leute mit niedrigem Leben. Er fängt an zu stacken. Jetzt gerade seinen dritten, vierten Stack, glaube ich, sich gegönnt. Und dann sieht das schon plötzlich ganz anders aus. Pyromancer denkt sich mal wieder, wo könnte ich meine Ulti hinsetzen, dass sie möglichst wenig Leute trifft. Und wie immer sehr erfolgreich in ihrem Vorhaben. Muss man sagen, das hat sie perfektioniert. Und jetzt kriegen wir hier die Klatsche. Ghost ist am Eskalieren. Berserker hat mit der Ulti gut reingehauen. Wir kommen nicht mehr aus dem Spawn raus. Und dann nicht mehr richtig gegenhalten. Jetzt kleine Comeback-Jagd noch, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Ghost hat 11 Stacks und kann alles two-shotten mittlerweile aus unserem Team. Ja, noch recht spannend auf den letzten Metern tatsächlich. Also, wir haben gelernt, das ist nicht die Antwort darauf, wenn der Gegner beide Tanks bannt. Wir hätten sowas spielen können wie er tatsächlich, sowas die Richtung Fighter, Berserker. Ist vielleicht da eher die Option. Aber mit purem Schaden sind wir da jetzt nicht gegen angekommen. Wobei es war halt auch wieder der Ghost-Faktor. Hätte er Ghost nicht gehabt, hätte das Ganze schon wieder komplett anders ausgesehen, glaube ich, weil der Anfang war solide. Da haben wir ja guten Schaden gemacht. Wir bannen erstmal Vampir. Er bannt die Priestess. Kommt uns eigentlich entgegen, wenn wir selber Ghost spielen wollen. Dann hauen wir Plague Doctor weg. Ja, schade. So viel zu dem Plan. Dann nehmen wir die Shrine Maiden. Okay. Nehme ich jetzt den Knight, um seinen blöden Ninja zu kontern? Glaube ja. Shieldbearer ist zwar sehr gut mit Berserker, also es wäre doof, wenn er den nimmt. Weil dann können wir jetzt einfach einen Pyromancer nehmen und das mit AOE-Schaden wegrocken. Aber ich möchte halt, dass der Knight den Ninja wegtauntet, weil der macht zu viel Schabernack in der Backline. So, dann würde ich glaube ich wieder einen Sniper dazu nehmen. Und wieder relativ Standardaufstellung. Archer jetzt bei ihm, okay. Ich gedacht, er nimmt vielleicht noch einen Tank.
Wie stellen wir uns denn jetzt auf? Aber so. So würde ich sagen. Er kriegt ja jetzt einen guten Buff auf seine Stats, weil wir im letzten Set jetzt sind. Das ist auf dem Tank, glaube ich, nicht verkehrt. Okay. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich mag unser Team eigentlich. Das ist ganz okay. Ich kann jetzt wieder sehr von den Ultis abhängen. Er kann halt mit seiner Barrier Mage wieder gut Projektile abfangen, die wir rausrotzen. Verteilt ganz gute Schilde tatsächlich. Wir müssen halt schauen, ob unser Pyromancer wieder Schabernack treibt. Ja, wie immer. Kein Mensch in Reichweite. So, jetzt leider die Berserker-Ulti. Da muss man nicht zielen, da muss man nur auf Ulti drücken und reinmarschieren. Müssen wir uns wieder so ein bisschen sammeln. Kommen wir aus dem Spawn so ein bisschen raus. Na, Knight steht erstmal vorne, das ist ein gutes Zeichen. Aber jetzt leider gestorben. Noch stehen wir ganz okay da. Ja, doch. Halten wir, glaube ich. Sehr schön. Sehr schön. So, wir haben unseren Job getan. Team Waterfox leider auch. Haben es geschafft, den Zweitplatz zu behaupten. Weil sie einfach den besseren Siegesrekord insgesamt haben. Das heißt, wir müssen ab Viertelfinale ran. So, jetzt erklären sie wieder die Playoffs. Da sind wir, glaube ich. Winner of Playoff. Ja, Third Ranked Team, das sind wir. Besser Playoff Runde 2 müssen wir ran. Rein theoretisch, wenn wir alles gewinnen, finanziell natürlich schön, weil jedes Spiel gibt auch nochmal 500 Kröten. Aber es könnte schon ein Team Waterfox oder auch schon früher scheitern. Also mal gucken. Wir haben unseren Sponsorenvertrag erfüllt. Die Aufgabe war ja, dass wir es schaffen müssen, eine Niederlagenserie von 4 zu vermeiden. Das haben wir auch erfolgreich hinbekommen. Sehr schön. So. Können wir hier noch irgendwas? Nö, wir müssen erstmal weitermachen, weil wir müssen ja gucken, wer unser Gegner wird. Dr. Card Gaming oder die Squeakers. Squeakers wären natürlich gefährlich, die waren ja am Anfang unfassbar gut. Werden das wahrscheinlich auch machen. Jo. Aber gegen die haben wir letztes Mal gewonnen. Squeakers, da haben wir sie. Schauen wir mal hier, unser Sieg. 2-0 haben wir so weggeputzt. Wie haben wir das gemacht? Im ersten Match, ach, das war dieses 8 Milliarden Damage Spiel vom Swordsman in Kombination mit dem Plague Doctor. Da haben wir sie komplett an die Wand gespielt. Und hier, das war das Münzwurfspiel, wo wir mit ein bisschen Glück uns durchgemogelt haben. Wo wir hier so ganz kruden Krams gespielt haben. Ach, das hatten wir sogar gewonnen, diese Double Tank Bands. Aber ja, ganz knapp, weil er noch Ghost hatte. Okay, okay. Heißt, darauf müssen wir vorbereitet sein, dass er vielleicht wieder 2 Tanks bannt. Dann wäre hier, glaube ich, sogar besser gewesen, Ghost zu bannen. Das mal so ein bisschen im Auge behalten. Und die Plague-Doctor-Kombi hat ziemlich gut funktioniert gegen die. Müssen wir uns merken. So, mal schon mal. Und ab in die Playoffs, würde ich sagen. Ich habe auch mal überlegt, ob ich das irgendwie cutte, dass ich die Playoffs nochmal so als extra Folge irgendwie mache. Ich muss aber auch sagen, nach so einer Saison bin ich so heiß, diese Playoffs dann zu spielen, dass ich irgendwie auch keine Lust habe aufzuhören. Also momentan zumindest so der Stand. Von daher spiele ich hier erstmal munter fröhlich weiter. So, leider Upside hier wieder nicht so ganz in Form. Aber wann ist er da schon? So, da wir den höheren Seed haben, starten wir auf der blauen Seite. Ich habe die leichte Hoffnung, dass wir wieder in diese Plague-Doctor-Kombi unsere reinmogeln können. Shieldbearer von ihm gebannt. Nimmt uns schon mal so ein bisschen Potenzial weg. Aber okay, wir bannen Ghost.
und Ninja von ihm gebannt. Habe ich nichts gegen. Wir nehmen Plague Doctor Knight auf seiner Seite. Ah, schade, schade, schade. Den Swordsman hätte ich nämlich jetzt genommen. Weil wir gesehen haben, wie schön das eskalieren kann. Da müssen wir die Priestess nehmen. Boomerang Hunter bei ihm. Wir nehmen den Berserker. Das heißt, so dieses Basic-Trio haben wir auf jeden Fall drin. Große Frage für uns jetzt, was machen wir als Ersatz? Wir haben keinen potenten Tank mehr drin. Shieldbearer gebannt. Knight ist raus. So, das heißt, eigentlich habe ich jetzt wieder so ein bisschen den Gedankengang, wir brauchen einen Ersatz für den Tank, der uns jetzt fehlt. Bonk hat mich null überzeugt, als wir ihn das letzte Mal drin hatten. Wir könnten Magic Knight nehmen, hat auch noch ganz soliden Schaden. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hätte gerne was drin noch mit ein bisschen Schaden. Oder ein Fighter. Fighter finde ich auch eigentlich ganz gut. Fighter gefällt mir. Kann halt nämlich diesen Knight so ein bisschen rauskicken. Das probieren wir mal aus. So, bei ihm jetzt noch der Ice Mage. Also auch nicht schlecht sein Team. So, wir können hier nirgendwo wirklich auf Stärken spielen. Machen wir es so. Vielleicht tauschen wir die beiden noch. Obwohl, nee, der kann ruhig tanky bleiben. Ja, ich glaube, so macht das Sinn, die aufzustellen. Alles klar. Und die Playoffs beginnen gegen die Squeakers. Mal gucken, ob wir wieder mit dem Plague Doctor zum Erfolg kommen. Erstmal relativ ausgeglichener Start. Er hat halt einen sehr guten Tank, dafür haben wir einen sehr guten Heiler. Mal gucken, ob das reicht. Hier werden auch wieder die Ulti sehr entscheidend sein, wenn er mit einem Ice Mage unseren Plague Doctor kontert. Dann haben wir die A-Karte gezogen. Da ist schon die Ice Mage Ulti, das ist gut, wenn wir die jetzt schon sehen. Schade, jetzt hätte ich sehr gerne die Plague Doctor Ulti gesehen, um das zu kontern. Aber Berserker ist gestunt, während er seine Ulti macht. Auch schon wieder sehr schlecht für uns. So, wo ist denn hier die Plague Doctor Ulti? Die muss uns jetzt das Spiel eigentlich retten. Kommt aber nicht. Warum kommt die nicht? Hat die schon gemacht? Wurde die unterbrochen? Die ist auf Cooldown. Ja. Gut. Er ultet einfach nicht. Ach, verdammt. Ja, gut. Berserker Ulti ins Nichts. Plague Doctor hat einfach nicht geultet. Ich glaube, es wird irgendwie unterbrochen oder sonst was. Keine Ahnung. Weil die ist eigentlich schon relativ auffällig mit diesen coolen Sensenmännern, die da überall rumschwingen. Ärgerliche Niederlage. Sehr, sehr ärgerlich. Dann würde ich sagen, scheiß auf den Plague Doctor. Wenn er so zu uns ist, ne, dann hauen wir den einfach raus. Dann hauen wir den raus, dann wird er gebannt. Dann spielen wir doch wieder unseren Standard-Krams. So, halbes Team. Erstmal demotiviert. Wir wechseln hier mal ein bisschen durch. Jetzt auf der roten Seite. Was er macht. Band er wieder zwei Tanks. Hat er nämlich letztes Mal auf der blauen Seite gemacht. Würde mich nicht wundern. Und erstmal den Plague Doctor. Okay, Pyromancer durch ihn gebannt. Dann kicken wir den Vampir raus. Ghost First Pick von ihm. Wir nehmen Knight und Priestess. Ice Mage durch ihn. Ah, schade. Den hätte ich jetzt sehr gern gehabt tatsächlich. Nehmen wir erstmal Sniper. Ninja. Weiter. Okay. Dann nehmen wir Boomerang Hunter oder Archer. Ich glaube, Boomerang Hunter gefällt mir hier besser. Aber ihm wird am Anfang viel auf einem Haufen stehen.
Und wir haben halt gar keinen AOE-Schaden. Boomerang Hunter hat noch so ein bisschen mit dem Skill AOE-Schaden. Mal gucken, ob wir das damit so ein bisschen ausgleichen können. Also bisher mäßiger Anfang hier. Ich habe das Gefühl, wir werden ziemlich an die Wand gepickt und gebannt. Hoffen wir mal, dass sich das jetzt hier ein bisschen bessert. So, zeigt, was ihr drauf habt, Leute. Ich möchte jetzt hier nicht, dass der schon Matchball hat. Aber er hat leider wieder den Ghost-Faktor. Oh, 20 Sekunden um. Er bei 2 Stacks. Bild ganz okay vom Boomerang Hunter. Schöne Heilaura, leider YPK rausgekickt worden. Natürlich gemein. In die Ult vom Ice Mage reingekickt. Dafür der Ice Mage nur auch YPK getroffen, der sowieso ziemlich schnell gestorben wäre. Das ist ganz okay. Ghost weiter am Stacken. Mittlerweile bei 7 Stacks, 8 Stacks. Jetzt eskaliert er völlig. Unser Team wieder nicht aufgestellt ist. Oh je. Oh je, jetzt bricht hier alles zusammen. Ah, der hat in den letzten 10 Sekunden, ich glaube, 10 Kills gemacht. Unser Team kam nicht mehr aus dem Spawn raus, während Ghost völlig ausgerastet ist. 2-0, das sieht schlecht aus hier. Aber noch ist nichts verloren. Wir haben noch eine Chance. So, you disgusting piece of trash. Jetzt muss man hier mal auf den Tisch hauen. So, jetzt kommt Upset wieder rein. Ich weiß gar nicht, ob seine Clutch-Hitter-Passive dann schon gilt, weil es ist, also es könnte ja das letzte Set schon sein. Oder zählt wirklich das fünfte Spiel in dem Sinne? Weil er hat ja jetzt schon Matchball, deswegen bin ich mir da gar nicht so sicher. Weil ich glaube, es zählt nur das fünfte Spiel tatsächlich. Sonst wäre ja beim Best of Three, wenn wir das erste Spiel haben, das zweite Spiel wäre dann auch schon Matchball für jemanden und könnte das letzte Set sein. Das wäre, glaube ich, ein bisschen overpowered. So. Wir machen jetzt folgendes. Tschüss, Plague Doctor. Hat uns nicht geholfen. Soll der Gegner aber auch nicht haben. Tschüss, Ghost. Das ist schon wieder völlig außer Rand und Band gelaufen mit Ghost. Das gefällt mir gar nicht. Dann nehmen wir Shieldbearer. Den Top-Tank im Spiel. So. Nehmen wir jetzt Ice Mage? Nein, wir nehmen Priestess, Top Heiler im Spiel. Kann jetzt sein, dass er Ice Mage nimmt, dann fehlt uns wieder AOE-Schaden. Nö, sieht gut aus. Sniper, Ice Mage. Zack. Ziemliche Standard kommt von uns. Mit dem Unterschied diesmal, dass hoffentlich der Ghost-Faktor uns nicht komplett wieder reinreißt. Müssen wir mal schauen. Ice Mage natürlich ein bisschen weniger Schaden als Pyromancer. Area Mage, ah. Area Mage ist sehr gut leider in seinem Team, weil die stehen alle auf dem Haufen. Aber hoffentlich fehlt ihm so ein bisschen der Schaden. Magic Knight ist halt sein höchster Damage-Dealer im Team. Monk macht nicht viel, Knight macht nicht viel, Barrier Mage macht nicht viel. Schauen wir mal. Wir wollen hier nicht komplett klanglos untergehen. Ich will jetzt nochmal ein bisschen Performance meinen Leuten sehen. Oh, aber da habt ihr die Fähigkeit gesehen von Barrier Mage. Drei Leute mit dickem Schild. Das ist natürlich schon böse. Jetzt ein paar Mal das Gefühl, dass die Sniper-Ult irgendwie nicht so viel Schaden macht. Das hat die doch immer so ganze Teams weggehauen. Aber kann auch sein, weil da gute Schilde dann von Barrier Mage kamen. So, also bis eben sah es gut aus, jetzt komplett unsortiert aufgestellt. Das kann dann immer ganz schnell eskalieren. Wenn die jetzt hier ein, zweimal ungünstig in ungünstigen Abständen sterben, wie es gerade der Fall war, muss der Tank schnell wieder in die Frontline. Leider steht YPK auch mit in der Frontline. Kriegen wir noch einen Kill wenigstens, dann sind wir auf der sicheren Seite. Ja, sehr schön. So, wir wurden schon mal nicht 3-0 einfach hier weggeklatscht. Da wäre ich auch unzufrieden mit gewesen. So komplett ohne Hoffnung hier untergehen. Dann lobe ich auch unser Team mal wieder. Und das gefällt dir natürlich nicht. Ach Mann.
Okay, ja, gut, wenn ihr drauf steht, dass ich euch als disgusting piece of trash bezeichne, dann mache ich das nächstes Mal wieder. Echt Dachse hier. So. Wir bannen wieder Plague Doctor Ghost einfach. Vampir ist auch nervig, aber gewinnt nicht im Alleingang Spiele, wie es ein Plague Doctor oder Ghost machen kann. Ja, jetzt wieder Ninja. Würde ich sagen, machen wir es genau wie eben. Shieldbearer, Priestess. Ah, wir hätten Pyromancer vielleicht. Können wir auch jetzt noch nehmen. Zack. Dann hätte ich gerne noch einen Archer. Zack. So, zwei Assassins und zwei Fighter bei ihm. Vielleicht wieder so eine wilde Mischung gegen bei uns. Wieder eine ziemliche Standardaufstellung. Doch hier, da. Haben doch hier ein paar gute Archer-Spieler, das müssen wir auch nutzen. Bin ich hier bei Tripo die Passive ein bisschen verschwendet, wenn es auf dem Heiler ist. Aber ich glaube, die Stats-Buffs sind dann schon mehr wert als seine Passive alleine. Los geht's! So, wir haben den Eröffnungskill gekriegt, aber haben jetzt auch wieder sehr viel Schaden auf den Vampir verschwendet. Unser Team hier wieder ein bisschen unsortiert. Shushay wird da irgendwo hin und her gekickt vom Fighter. Der Tank steht nicht, wo er stehen muss. Jetzt stehen wir wieder in einer guten Position, haben uns aufgestellt. Leider jetzt gerade Shushay da doof gestorben. Pyromancer Ult nicht komplett schlecht wie sonst, nur so mittelmäßig schlecht. Schöne Ult jetzt vom Shieldbearer, der da alle Leute an sich rantauntet und uns mal erlaubt, auch ein bisschen Schaden zu machen, weil der Schaden auch wieder sehr verteilt auf die Leute ist. Muss einfach ein bisschen besseres Fokusfeuer rein. Man sieht es hier, Monk low, Ninja low, der Vampir ist wieder weggeflattert. Also drei Leute kurz vorm Tod, die wir nicht tot gekriegt haben. Jetzt der Tank steht wieder in Position, aber sie haben gerade ausgeglichen. Der Tank wird auf jeden Fall hier nochmal sterben, glaube ich. Wir müssen den Fighter jetzt kriegen. Oh, na, zwei, drei Leute sind bei uns low. Overtime. Und wir haben Assassin an unserer Backline drinne. Und damit haben wir verloren gegen die Squeakers. 3 zu 1. Der Playoff-Traum und der Aufstiegstraum auf brutale Art und Weise beendet. Muss aber auch sagen, die Squeakers, also die ersten beiden Spiele, sehr gute Pick- und Bannphase, haben sie uns ganz gut mit hochgenommen. Das eine Spiel fand ich, war wirklich ärgerlich. Also wirklich, wirklich ärgerlich, wo der Plague Doctor irgendwie nicht geultet hat und der Berserker unterbrochen wurde. Kann man nichts machen. So ist das. Manchmal sind es halt so diese kleinen Mikroentscheidungen, die einen da so reinreißen können. So, jetzt hoffe ich aber trotzdem, dass sie gegen Team Waterfox richtig aufs Maul bekommen. Weil das gönne ich denen jetzt einfach nicht aufzusteigen. Da sind wir jetzt mal so, ne? So, komm, schauen wir uns das gleich nochmal an hier. Go, go, Team Waterfox. Wäre natürlich auch für die Story geil, aber wir wollen uns. Ich würde sagen, wir wollen es nächste Saison an den Squeakers natürlich rächen. Und jetzt steigen die einfach auf, die Schweine. Und verwehren uns unsere Rache. Wie können sie es wagen? Gucken wir mal, ob sie das ganze Ding hier jetzt noch gewinnen. Omflix Gaming natürlich absoluter Favorit. Machen das Ding auch sicher. Ja, gut, trotzdem aber. Trotz all der Frustration Glückwunsch an die Squeakers, die sich ja hier wirklich, wenn wir hier in die Regular Season gucken, noch ganz gut behaupten konnten. Die standen am Anfang mal ganz weit mit oben, haben sich dann durch die Playoffs hier komplett durchgekämpft. Muss man denen lassen. Haben sie gut gemacht, gerade wenn man auf die Team Statistics guckt und sieht, dass sie halt nicht sich mega von anderen Teams irgendwie abheben. Bei uns sieht man auf jeden Fall, wir haben Handlungsbedarf. Gerade in der Tech-Region stehen wir ziemlich schlecht da. Defense-technisch sind wir tatsächlich das beste Team mittlerweile, was sehr interessant ist. Müssen wir vielleicht auch mal im Training einfach berücksichtigen. Gut, aber wir wissen jetzt schon mal, das ist unser Kontostand, mit dem wir weiterarbeiten müssen. Ich werde mir mal zum nächsten Mal so ein bisschen überlegen, wie wir jetzt das Geld gut investieren, weil, was ich schon befürchtet hatte, es wird nicht reichen, dass wir hier upgraden und die Super-Rookies holen und unser Team bezahlen können. Das müssen wir da schon mal abziehen. Das heißt, wir sind dann schon nur noch bei 11.200 um den Dreh. Vielleicht upgraden wir das Haus und suchen. Wollen wir dann Leute noch rekrutieren?
Ja, also meine Tendenz ist tatsächlich, wir machen trotzdem diesen Schritt. Upgraden das Haus, bezahlen erstmal unsere Leute. Und dann kriegen wir noch 4.500 wieder einfach durch die regulären Spiele. Die können wir investieren. Und die 4.500 bis zur Saisonhälfte. Und dann haben wir eventuell die Möglichkeit, da schon mit den Super-Rookie-Züchten anzufangen. Also, wir fassen es zusammen. Wir haben gesagt, es ist eine Aufbausaison. Zwischenzeitlich hatten wir wieder ein bisschen mehr Hoffnung, als uns wahrscheinlich gut getan hat. Weil ich dachte, da ist wirklich noch was drin, als wir uns da so vorgekämpft haben auf den zweiten Platz. Aber dann ganz bitter gegen die Squeakers ausgeschieden, als es dann in den Playoffs um alles ging. Wir müssen ein bisschen schauen, dass wir uns verbessern. Ja, ist, glaube ich, auf dem Weg, den wir gehen, eher eine langfristige Sache. Aber das ist ja auch nicht verkehrt, weil wenn wir in die Pro League Division 1 kommen, wollen wir auch nicht direkt wieder absteigen. Von daher gucken wir mal, ob das der richtige Weg ist oder ob wir damit komplett auf die Nase fallen. Aber alles im allem haben wir ganz gut Geld gesammelt, haben unsere Sponsorenverträge geschafft und haben uns ganz passabel geschlagen. Dafür, dass wir keine Upgrades in unserem Team gemacht haben. Also würde ich sagen, damit belassen wir es erstmal. Nächstes Mal geht es dann in die dritte Runde der Pro League Division 2. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob wir unserem Ziel, die Super Rookies zu rekrutieren, einen Schritt näher kommen. Mir hat es trotzdem wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.